So, hab ein neues Spiel geschenkt bekommen. Ein Early Access Spiel. Stays Factory. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, ist ja laut wie Sau. Nicht wundern, ich esse noch nebenbei. Ich hab grad Spinat mit Ei und Kartoffeln. Ja, kann man auch immer. So, wunderbar. Ja, wollen wir. So, Video hatten wir schon. Controls ist auch klar. Alles auf Ultra, Fullscreen. Naja, auf Vektor, das Set ist. Sichtfeld können wir ein bisschen hier mal voll. Ja, passt schon. So, neues Spiel. Oh. Was wollen wir davon spielen? Ah, das ist ja nicht hier. New World. So, das ist der Name. Oh, kann ich sogar mit Freunden spielen. Wer Bock hat. Aber welches wollen wir spielen? Sieht so ein bisschen Winter aus, oder? Ah, hier steht ja heute. A medium size. Oh Gott, mein Englisch ist nicht so bad. Desert. Ich mag es eigentlich grün. Graslandschaft nicht. Nee, hier so tropisch finde ich eigentlich ganz cool. Mit dem tropisch. Feuerfrei. Ich werde bestimmt gleich in 5 Minuten sterben. So, ich müsste mir mal gleich sagen, ob es ruckelt oder. Ob auf jeden Fall alles schick schick schau ist. Oder ob irgendjemand dabei ist. Oh Gott. So, 3, 2, 1. Da sind wir. So. Ich bin eingeeckt. Film gucken. Auf jeden Fall geile Animation, die gefällt mir. Ist cool gemacht. Ist putzig. Was ist los? Oh, tut gleich weh. Ah, jetzt so. In der Atmosphäre drin. Hey Nono, hast du das Spiel auch bekommen? Sag mal ja, dann können wir zusammen spielen. Hm? Achso, du hast gestern schon angefangen. Oh, ja, gestern. Ja, hast du Bock mitzumachen oder eher nicht? So, plupp hat sie gemacht. Oh, ich bin befreit. Und aufmachen. Sauerstoff.
I, was ist denn das da auf der rechten Seite gewesen? Da fliegt doch irgendwas. Hallo, ich bin da. Ich komme runter. Ja, na klar, komm runter. Welcome to Planet Massage 2 ABB. Your designated site Alter, wie is sieht das denn Biomassage hier denn aus? System Evacuator. So, skip IOE, enter. also known as Artificial User Joined Assistant, Hi. to support Tasche, Kandidaten Nono. such as you in their mission. Gestern schon, ich You wollte are um included 12 Uhr with your Feierabend journey machen und habe to um halb 2 aufgehört. Ne, ich hab. Spiel. Glaub ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber mir gefällt es auf jeden Fall schon mal von der Optik. Hast du Factorio schon gespielt? Nee. Nee, habe ich noch nicht. So funktioniert das. Nur, dass du halt selber als Charakter rumlaufen kannst und nicht von oben. Ach doch, das hat mein Bruder, das Spiel. Boah, das Factorio, das finde ich zu trocken. Finde ich, Das ist also. cool. Das ist richtig cool. Hier. So, Ruhe. So, Was was mich, ist. was, ich muss kurz Atlas-Frage stellen. Auch in einem anderen Spiel, sorry. Nee, alles gut. Läuft? Wie fragst du mich? Ja. Ach so, ja, die Server bei Dezent fertig, kann ich ja sagen, ist ja alles gut. Die laufen wieder, der RP-Server funktioniert einwandfrei. Naja, zwei, drei Sachen, aber der ist jetzt gewiped und ist seit gestern am Start. Alles Ich bin ja schicki. seit gestern auf See, nur dann war ja Server down. Also dann Ach kam ich so, halt wegen dem gar nicht Update. zurück. Ja, nee, ist auf jeden Fall da, alles schicki. Warum blinkt denn das jetzt hier? Press F to. Ach so, jetzt habe ich das Ding in der Hand. Jetzt. Hast du nicht auf Deutsch stehen? Es gibt eine deutsche Übersetzung. Echt? Wo denn? Guck mal in die Einstellungen. Also teilweise sind die Texte auf Deutsch, nicht alle. Audio Gameplay müsste ich gerne. Ach ja, hier. Ich habe ja schon die Close Alpha davon gespielt. Was ist das da? Arabischer Mod? Was soll das denn heißen? Okay. Arashab. Hast du nicht gesehen? Du mich auch. So Ich hab akzeptieren. doch schon Ja. seit 3 Wochen den Key. Ach so. Ich Streber. habe ja, über Epic Store habe ich mich ja für die Close Alpha. Ach so. Und dann habe ich im Meltdown, wo alle Leute sind, habe ich Du dann wirst die Spiele wir streamen, angeschmissen. nicht, dass du so viel irgendwie, ne? Ja, Ja, alles alles gut, gut. weiß ich. Ich sehe es doch. Ja, und dann habe ich in der Kneipe habe ich mir das Spiel angehört. So, boah, das ist voll geil und so. Ja, fand ich gut, ja? Ja, die fanden das super. Und viele Factorio-Spieler halt auch dabei, ne? Also, Also du kannst es wirklich damit vergleichen. wieso komme ich jetzt nicht zurück? Akzeptieren? Are you sure, dass du die Sprache wechseln willst? Ja. Und dann passiert nichts. Escape kann ich nicht drücken. Und hier da oben links Spiel fortsetzen. Ach so, Mann. Aber Escape konnte ich da jetzt nicht drücken, also Nö. war ich gerade ein bisschen überfordert. So, Werkzeug drücke F, starte das, Demontage, bla bla bla. Ziel habe ich noch nicht verstanden des Spiels, aber das ist ja. Habe ich das jetzt aufgenommen? Warte mal, Inventar. Second objective. I Make ist das sure auf hier you nicht. have Ah, your hier. basic incorporated zero zapper equipped before leaving the drop zone. So, press Tab. Auf jeden Fall das, am Anfang, das kleine Tutorial, wo das Mannequin da lang läuft, diese Videosequenz auf dem Plasma, fand ich ganz cool gemacht. Ist richtig cool. Und auch die Grafik finde ich, also mein gutes Unreal Engine, aber es ist trotzdem geil Ja, gemacht. gut, ich bin Unreal-Fan, also kannst du sagen, was du willst. Hier schon alleine das Gras jetzt hier wieder. Ja. Hier fällt mir. Was ist das hier? Pflanzen, können wir essen. Also mitnehmen. Wir haben nur eine Gesundheitsanzeige, okay. Also wir müssen nichts essen oder sonst irgendwas. Hast du, dass Freunde joinen dürfen? Ja. Habe ich gleich angemacht. Ich habe auch gesagt schon im Stream, wer Bock hat, kann. Ich bin ja schon wieder so total eklig. Ich hätte ja schon wieder Bock hier runter zu springen, gucken, was passiert. So was gleich alles auszuprobieren. Andersrum denke ich mir, ah, hier, ah, siehst du, man kann auch Ich weiß speichern. gar nicht, du hast gar keine Base gerade, weil du gerade die Kapsel weggenommen hast. Ja, genau. Deshalb mal kicken, was passiert. Kannst ja speichern. Ja, habe ich gerade gemacht. Habe ich gerade gekickt, wurde jetzt. Ja, mich nervt es, dass du nicht Escape drücken kannst. Also, so bin ich. Und man nicht dann gleich ins Spiel wieder, sondern man muss hier auf Fortsetzen drücken. So, ne, mal kicken, was passiert. Ich spring mal runter. Okay, komm, das ist jetzt. Ah, ich hab mir auf den Vorsprung gerettet. Aber doch, tut. Ne, du hättest da voll runterspringen können. Kick mal nur einen halben Balken. Also. Also, man kann ein bisschen was ab. Also ich bin gestern runtergekommen, also 4 Balken weg. Bist du hier von derselben Stelle? Hast du dieselbe Insel ausgesucht?
Nee, du startest es gleich auf den Karten. Ja, nee, ja, ich weiß, aber hast du dir die Karte hier ausgesucht? Ja, ja. Die erste halt, ne? Nee, das ist nicht die erste, das ist die letzte. Ja, die erste? Nein, das ist die letzte, habe ich Rufe gedrückt. Gestern war es noch die erste. Ja, auf jeden Fall. Du hast drei Karten zur Auswahl. Ja. Genau, und ich habe auf die allerletzte gedrückt, die ganz rechts. Und nicht auf die erste, die in der Mitte war Wüste und das ist hier ins Rechts. Die Nord, ja, Eis, Wüste und das ist die, weiß ich nicht, ob das Eis war die erste. Auf jeden Fall war die bei mir die erste. Vielleicht ist das auch alphabetisch sortiert, dadurch, dass ich... Oh, wer ist er denn da? Den finde ich ja krass. Komm her, ich will auf dir reiten. Klingt ein bisschen pervers, aber... Ich habe nicht mal ein Fernglas. Wir springen auf jeden Fall gleich runter, da unten sind viele Materialien, da gehen wir da mal hin. Ich esse ja noch nebenbei, mir gibt heute Spinat. Was ist das denn? Bleib da mal stehen. Oh, ich bin runtergefallen. Das sieht natürlich cool aus, wird viel. So, press Tab. Ja, hast du den Shadow kaputt gemacht, oder? Nein, irgendwas habe ich beim Starten Einstellungen. Jetzt startet ja auf 800x600 Auflösung. Bist du Freund oder Feind? Was ist mit euch? Haut mal ab! Ich hab keine Waffen, oder? Was ist da denn los? Das ist, wenn man das Tutorial nicht macht, aber ich glaube, da müsste was sein. Tutorial? Das läuft doch hier gerade, oder nicht? Ja, da steht auch, was du machen musst. Press Tab to open your inventory. Drop equipment to your... Ja, ja, so, what? What? Press open inventory. Draw equipment, your handshot, equipment, bla bla bla. What? Ah. Oh, ein Elektroschocker. Ja, hau ab, mein Freund. Gibt gleich neue, ne? Ey, das darfst du nicht verlieren, ne? Die Eva spricht mit dir. Alter, was ist denn das für ein Geräusch hier? Die sind doch alle bestimmt bockig auf mich jetzt hier. Weil ich die angezzt habe. Mit meinem Schocker. Komm, ich spring jetzt hier auch nochmal runter. Ja, nichts passiert. Gut, also das ist auf jeden Fall schon mal... Ich weiß nicht, ob das Vorteil oder Nachteil ist. Dass man sich nicht so leicht verletzt. Oh, was ist das denn hier? Oha. Sieht aus wie eine Schnecke. Warte mal, wo bist du gerade? Grüne Elektroschnecke. Ah, wie geil ist das denn? Warte mal, guck mal, ganz kurz um dich herum. Da habe ich angefangen zu bauen. Ja, ich wollte hier auch gerade. Das ist mein Baugebiet. Hier vorne habe ich jetzt auch Bock zu bauen. Da an diesem Stein, wo du hinguckst, hinter dem Busch. Ah, okay. Also da. Ja, ich hab mir gedacht, ja, hier auch so, auf dieser Fläche hier. Das sieht eigentlich ganz schön gerade aus. Krass. Ja, krass. Ich bin doch hier bloß ein paar Mal runtergesprungen. Weil da hinten sind Berge, da jetzt sind so leicht schräg. Aber das Ding ist, du hast hier wahrscheinlich nicht so ganz so viele Bäume. Ich weiß noch nicht, ob man die dann für alle braucht. Wie gesagt, ich hab mich ja nicht weiter, muss ich leider zuheben, informiert für das Spiel. Links in dem Tutorial steht alles drin. Der hat doch. Sieht aus wie ein Adlerkopf. So ein bisschen. Oder? Komm mal runter, mein Freund. Komm mal runter. Pinguin, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Sieht das cool aus. Aber ich glaube, ich werde gleich Atlas spielen. Mach das. Weil ich bin ja mitten auf dem Meer rausgeflogen. Ja, gut, dann bist du da immer noch. Ja, aber ich muss eine Insel finden. Die gibt's doch noch. Wir haben noch bei dezent fertig. Genügend. Ich bin. Übrigens, könnt ihr alle gerne kommen. dezentfertig.de ins Forum. Könnt ihr euch anmelden. Wir haben auch einen Atlas-Server. Die Mods sind noch nicht drauf. In RP. Nee, Mods sind noch nicht drauf. Oha.
die Steine kaputtieren und so ist auch cool gemacht. Das ist wirklich allgemein alles so. Ja gut, aber es ist Unreal Agent, ne? Also das ist, da gehe ich von aus, dass das im Teil Duty gemacht ist. Weil mit dieser Unreal Engine kann man echt gut machen. Das ist wirklich nice, das ist wirklich... Ja, naja, sieht ja hier, das ist ja hier auch diese eine Pflanze. Mann, wie heißt denn die? Die wächst bei uns auch. Kannst du mal bitte links auf dein Tutorial, du musst vorwärts kommen. C, Ressourcenvorkommen zum Suchen. Was? Drücke C. Ja, das ist auch richtig geil gemacht. Hier beißt da schon wieder irgendeiner. Ja, da. Wow! Jetzt ist das geil mit dem Ping. Ich hab zu Ende gepinkt. Ich bin gerade im Kampf. Nein! Der hat mich angegriffen. Na gut, ich hab ihn angegriffen. Ich hab ein Bzzz gemacht bei ihm. Und du sagst, du hast nicht viel Leben. Also das mit dem Leben. Guck mal. Ah, oh ja, jetzt ist er gerade runtergegangen. Weil er mich angepiepst hat. So, was war das jetzt? C. Ah, okay. Ja. Ey, jetzt ist der auch bockig. Jetzt sind die alle bockig auf mich, oder was? Also die ganze Verwandtschaft von dem sozusagen. Achso, das sind Agro-Tiere. Ach, generell Agro-Tiere. Agro-Tiere, generell, genau. Ja, gut, aber ich hab den vorhin City gemacht, dann war er ruhig. Für einen kurzen Moment. Ja, du kannst ihn umbringen. Wie denn? Naja, nee, weiß ich noch nicht wie. Ja, Mann, ey, komm. Ernst auf Mist machen? Ja. Du solltest auf jeden Fall. Ja, ich muss ja erstmal rinkommen hier, ganz entspannt. Du willst halt entdecke lieber mal gerne selber, anstatt immer gleich genau die Tutorial nachgehen. Komm. Ja, aber das brauchst du ja, um weiterzukommen. Ja, weiß ich ja. Das ist ja in diesen Anfängerspielen so. Oh, aber der sieht schon süß aus. Das ist richtig krass. Ach, der hat Augen. Ich wollte gerade sagen, der hat keine Augen. Aber der sieht süß aus. Haben sie cool gemacht. Aber den kann ich nicht aufessen. Als ob ich ein Killer. So, C drücken nach Ressourcen. Heute E und was? Achso, hier irgendwas aufnehmen. Hier machen wir mal. Mein WhatsApp-Status und dein? Ja. Was ich auch cool finde, ist hier immer schön im Takt. Düt, düt, düt. Ja, ich hab auch ein bisschen düt, düt, drauf. Also aber haben sie cool gemacht. Und was ich cool finde, sehe ich gerade, der macht nicht immer nur auf derselben Stelle, sondern der hält den Arm manchmal auch ein bisschen schräg oder mehr nach links. Ja, so kann ich haben sie echt geachtet, wirklich. Haben sie, ja, finde ich gut. So, wo ist er? Was sollte ich jetzt gucken? Ja, was ist denn das im Hintergrund? Das Bild. Das ist irgendein Typ. Was? Der im WhatsApp-Bild. Nicht das Iron Man-Ding, das ist mein Status. Achso. Ich hab einen geilen Iron Man, soll ich den mal raussuchen? Das ist unten. Nee, dein Status kann ich nicht sehen. Da steht nur hier, der I'm using WhatsApp. Das ist dein Status. Hast du den nicht aktiviert? Ich hab von den ganzen europaweiten Demos. Den 40 Demos oder was das sind, keine Ahnung. Nee, warte, ich schick dir das. Das ist gerade das, was dein Status ist. Ich konnte es nicht sehen. Nee, warte, ich schick's dir per WhatsApp. Du, vielleicht, ich guck sogar auf der alten Nummer vielleicht. Nee. Keine Ahnung, ich hab nur eine Nummer von dir. Aber nicht sagen, ne? So ein Klassikerfehler dann. So, achso, hören wir mal auf jetzt hier. Wow, du hast Nono falsch geschrieben und Norman falsch geschrieben. Ich jetzt? Du hast Nono mit Doppel-N in der Mitte und Norman mit A-N am Ende. Aber das ändern wir gleich mal. Lass mich, oh Verzeihung, Mann, hör doch mal auf. Und das ist meine Telefonnummer, 01. Ist ja scheiße. Ja, da fehlt ein N da drinne. Ja, ich will. Und sag mal, deine ist auch 01, ne? Ja, genau. Und das andere habe ich auch falsch geschrieben. Norman.
Mit Doppel-M? Nee. Ich weiß nicht. Orman. Ach, mit A. Nicht mit E. Nein, das ist ein altgermanischer Name. Ja, Das kann ich mir tut ausdenken. mir leid. Verzeih mir bitte. Reiß dich ein bisschen zusammen. Sonst kommst du vorbei. Nee, aber ja, da steht ja in dein Status. Hast du gesehen? So, was soll ich jetzt machen? C drücken, um irgendwas zu bauen. So. Jetzt kicken wir erstmal. Ist schon wieder das Meckervieh. Ich sipp dir gleich eine, mein Freund. Bei mir beim Aufbau habe ich halt nur den Fehler gemacht. Ich habe nicht drauf geachtet, wie die Fabrikgebäude wo rein und raus ist, weißt du? Ja. Was ist denn das hier? Hier ist doch schon wieder irgend so ein Gas. Das tut mir bestimmt gleich weh. Oh ja. Ah, weg, 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 weg. Das ist auf jeden Fall ein Gas. Ach, das ist Holz. Nur mal so eine Frage. Ressourcen, respawn? Eigentlich ja. Ich weiß es gar nicht. Eigentlich ja. Außer man baut zu dicht dran oder so, denke ich. Ich hoffe. So, was ist das hier? Kann ich Ich bin hier? gestern voll drauf liegen geblieben auf dem Spiel. Wirklich. Also, ich wollte um 12 Feierabend machen. Halb 2 war es gewesen. Nee, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht leisten, wenn man arbeiten hat. Bringt nichts. Hab ich auch gesagt. Ich glaube, das hang heute auch ziemlich durch. Also. So. Mein Shadow geht. Alter, wie riesig ist das denn? So, jetzt ist die Frage, kann man eine Third Person an sich, dass man diese Fabrik schön sich ankicken kann? Nee, wa? Oder? Du hast eine Blaupause. Darf ich dir dazu einen Tipp spoilern? Ja, Ich mach. weiß aber nicht auf welcher Seite, aber auf einer der dünnen Seiten, ja, ist deine Energie. Also da kannst du Strom, da wird Strom produziert. Mehr verrate ich dir nicht. Also nicht auf der langen Seite. Also auf jetzt hier auf dem, so wie es jetzt steht, auf der rechten Seite. Da wird Strom produziert. Ja, Details, alles klar, da muss ich öfters ran wahrscheinlich. Was ist denn das hier? Achso, ich dachte, es ist Wasser. Gibt's hier auch Wasser? Ich Hab ich auch noch sage nicht nichts, aufgeschrieben. sage nichts. Hier ist noch eine Schnecke. Ja, was bist du denn für ein Vieh? Der schießt, das schießt ein Vieh. Was? Ja, hier schießt gerade was auf mich. Warte, erstmal die Schnecke holen. Wow. Da unten. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Echt. Komm her, mein Freund. Komm her. Kann es sein, dass ich mit dem falschen Mikro hier drin bin? Hallo, hallo, hallo? Oh, der hat was fallen lassen. Meins. Oh, hast jetzt davon. Der sieht auch ein bisschen krass aus. Oh, pass auf, ich stelle das Ding hier einfach hin. Ist egal. Ich kann bestimmt noch inspawnen. Oh, was ist mit meinem Leben? Geht das automatisch wieder hoch? Ja. Doch. Echt? Ja, geht automatisch wieder hoch. Hey, du bist ein Cheater. Ging das bei dir nicht? Na du, wenn du hier nichts essen kannst und so was, ich bin ja hier gerade rumgelaufen. Hab versucht. Ich hab halt nicht aufgepasst, Aber ne? guck mal, das bleibt jetzt bei 3 Balken. 3 ist, glaube ich, Minimum Grenze. Und der Rest Kann ist es sein, alles. dass wir im Epic Store keine Freunde sind? Kann sein. Willst du mein Freund werden? Kurz mich mal. Warte, komm, ich mach auf hier. Wie war denn das hier, Freunde? Nee, ja, ich hab bloß 2. Heißt wie immer. Nee, na Nuno unterstrich Twitch. Lass mich doch in Ruhe. Schick mit mir per. Du und deine Namen überall anders. Ehrlich. Aber du bist ja Immer dabei, wenn das ich alles eine zu Nummer ändern. poste, Ja. kommentiert. Ja, dann ändere das mal. Du Ich weißt gar heiße nicht, wer hier das wieder erste Mal Pit ist. Berlin. So wie Du hast mir überall ein und Team nirgends. verbunden. Warum sehe ich dich denn nicht? Schick mir doch mal dein komische Dingsbums hier unten. Du Per. hast das nicht ins Team verbunden, ne? Doch? Oder? Mann, hör doch mal jetzt auf. Da ist raus. Da, siehst du. Da siehst du, Heik mit Steam verbunden.
so, nee, hab ich nicht. Hier, guck mal. Ist kein Attitude. So. Das ist mein alter Twitch-Name. Jetzt weißt du, warum ich den geändert habe. Ach so. Ich versuche nur mal zu joinen, ich spiele aber nicht mit dir. Nee, alles ja, klar. Oder ich muss dir eine Einladung schicken, ich weiß nicht. Aber ja, versuch mal. Offen für Freunde. Genau, also dann. Vier Leute können. Ah, okay. Nee, dann können wir nämlich gleich mal testen, ob das auch so schön funktioniert. Oder ob es anfängt dann zu ruckeln. Das ist ja dann auch mal interessant. Ah, hier Blumen, Blätter. Ah, nee, Blätter, Blütenblätter. Ah. Mann, ich weiß halt nicht, wo ich das Ding hinstellen soll. Das ist wieder. Das finde ich zum Beispiel so ein bisschen doof. Dass man das zwar jetzt hier sieht, aber man nicht von oben gucken kann und wenn man nicht weiß. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Ach, ich kann mehrere bauen. Was? Nee. Nee, nee, war gerade nochmal. Nee, alle Tüte. Also, du kannst schon, wenn du den Hub hast. Ah, das sieht echt, aber sieht schon mal cool aus. Labert mir jetzt das gleiche, was du laberst. Also wir sind auf jeden Fall befreundet, wenn wir zusammen spielen. Bist du hier? Ich sehe dich schon. Ich dich noch nicht. Ah, aufpassen, das Ding kommt rausgefahren, oder was? Da darf ich nicht stehen. Was? Ah. Ne, hier, ich guck mir das Teil gerade an. Du verarschst mich doch gerade, wo bist du? Ich guck dich gerade an, wie du aussiehst. Echt, stimmt. Das sieht ein bisschen süß aus. Der Kopf ist ein bisschen groß, wa? Komm mal stehen, ich will dich nicht. Ja, ich wollte dich auch gerade angucken. Bleib du doch mal stehen. Knieschoner. Hast du Brüste? Ja, du hast Brüste. Ja, du. Einen kleinen Bauch hast du. Und einen Blaumann hast du dann, also einen Graumann. Bleib doch mal. Aber dein Kopf sieht cool aus. Also mit dem Helm. Sieht schon süß aus. Läuft. Auf jeden Fall sieht man nur den Namen. Das ist auch schon mal gut. Wow, ich muss meinen Namen ändern. Hast du Schaden gekriegt? Entschuldigung, bitte. Ich muss jetzt einfach mal gucken. Ich hatte den gerade in der Hand auf mir gedacht, man sieht mal. Nein, ich hab nicht so viel Leben. Wolltest du wissen, was passiert, wenn man stirbt? Nein, wollte ich jetzt nicht. Warte, dann will ich vorher nochmal speichern. Warte. Achso, der macht ja hier trotzdem immer ein Autosave. So. Städtchen, fortsetzen. Na los. Aber ich sehe aus wie du. Was kannst du denn machen? Press left to return. Nee, warte, ich kann nicht wiederbeleben. Wenn man kicken, wie das aussieht. Aber da war jetzt. Da bin ich. Du sitzt, warte mal. Ich sitze? Deshalb, ich will dich auch mal immer töten und immer wiederbeleben. Komm her. Was? Nee. Hä, wieso bist du jetzt eine Kiste? Oh. Warte mal, du musst mich nochmal killen. Ja, außer den linken Maustaste gedrückt. Ich konnte dich gerade beklauen. Da kommt wieder einer hier, der Schießer. Ich hab nichts. Du hast ja meine Sachen geklaut. Echt? Habe ich jetzt auch deinen Sitz geklaut? Alles. Ach hier, Tatsache. Hier. Ich hab's rausgeworfen, da vor dir liegt es. Das ist auch schön, das ist einzeln. Dann brauche ich. Komm mal. Ja, ne, ich muss dich ja immer. Ah. Warum gibst du mir das dann wieder? Achso, ich so. E hier drückt halten. Aber da läuft kein Balken unten ab. Doch, das macht so blub blub. Ja, macht nur blub blub, aber so ein blauer Balken oder irgendwas wär auf jeden Fall besser. Dann wisst man, dass das auch klappt oder so, weißt du? Ja, das ist der Hub. Aber wir sehen alle gleich aus, kann das dann sein, ja? Vielleicht kommt ja da noch was, dass man andere Klamotten. Aber an sich so, der Körper finde ich eigentlich nicht schlecht. Damit hat das eigentlich gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist nur so
Damit So. halt man den anderen sieht. Genau, so was ist das hier? Eisenbahn, oh Gott, so was Zeug machen besser die Hub mit Hilfe des Hub-Terminals. Das ist das Terminal. Freue dich Gucken. einfach nur, ich hier rum. Ich guck dir einfach zu. Alles gut. Was? Was wie weit? So was ist das hier? Stufe 1 auswählen? Hä? Ach hier, Hauptupgrade. Ah, was ist das denn jetzt? Prost übrigens, Wasser. Datenbank sollte ich doch jetzt machen, ne? Hat er doch gesagt. Ja, ich habe wieder nicht zugehört. Was will er? Eisenstangen. Eisenerz. So, nochmal, was steht hier? Eine Werkbank soll ich fertigen. Jetzt haben wir. Ein Monster hier, als ich hier gebaut hatte. Ja, du hast hier auch bestimmt dein Easy Level angemacht, wa? Nein, auf normal. Ja, schon klar. Aber wie? Was? Wie kriege ich denn? This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Aber ich kann diese Werkbank nur bauen, wenn ich diese Metallstangen habe. Ja, kriege ich gerade Rezept. Legen wir mal hier. Was ist das? Eisen. Ach hier, Eisenstangen. So. Fertigen. Konzentration. Da muss ich das jetzt hier hinlegen? Nee, nicht genug für dieses Rezept. Warte, ich habe 77 Stück. Ach, hier oben Eisenbarren. Und der will. Ah, jetzt hab ich's. Ich schlaf schon wieder. Läuft das jetzt? Produzieren? Ach, hier drückt halten. Okay. Man kann keine Zahl eingeben, wie viel er machen soll, ne? Fertigen und halten fertigen. Genau. Linke zur Würde das denn Aufkommen machen, wenn ich hinzufügen. schlafe? Ja, ist ja gut. Denk doch mal logisch. Ja, ich schlafe da schon wieder. Der Tag war heute anstrengend. Oh, Ging's woanders du hin? wirst mir als tot angezeigt. Kick mal oben. Siehst du, guckst du noch bei mir zu? Ich sehe es auch gerade. Da irgendwo noch eine Kiste liegen Mit X? Nee, das bist du. Du bewegst dich nach links und rechts. Sehe ich genauso aus bei dir oben? Habe ich da auch. Der andere hängt. Der andere hängt. Nee, ich habe keine zwei. Ich habe nur einen einzigen. Könntest du mal bitte C drücken? Ja. Und jetzt? Ich muss jetzt mal arbeiten hier. Halt mich mal nicht von meiner Arbeit ab. So 10 Stück will er jetzt. Dann ist noch ein Fehler. Ach Mann, jetzt habe ich. Du lenkst mich voll ab, ich bin voll raus. Jetzt kann ich hier die Eisenstangen bauen. Meine Güte. Was ist das denn? Ey, keine Tiere töten. Komm mal her! Hier am großen Stein! Wo bist du denn schon wieder? Da in die Richtung. Ja. Guck mal! Möchtest du mein Freund sein? Ja, was ist das denn? Ich kann nicht aufheben. Schwupp, aufheben. This spherical object emits gravitational radiation. Initial scans reveal an inner vein-like structure Cool closely vom Objekt connected to ist Gravitationsstrahlung the auch. brain. Further analysis required to determine application. Oh, direkt kommen. Nicht alle töten und wenn, dann bringen die Materialien hierher. So. Voll weit weg. Oha. Neue Gebäude lernen. Congratulations. You have unlocked hub feature biomass generator. Oh, ab von Hub mir! feature personal storage. Scan
Ah, das ist schon mal gut. Kann ich alle drin? Habe ich hier so eine kleine Kiste. Kann ich so eine Kiste auch einzeln herstellen? An Kabel. Ausrüstung. Hub Upgrade 2. Sixth objective. Hub upgrade construction. Connect buildings to a generator for power. Note. Buildings such as a smelter require. Oh, man erschreckt mich schon, ey. Hi Annie, danke für den Follower. Danke schön fürs Follow. Mann, ich erschreck mich jedes Mal, ob ich im Kampf bin oder was das ist. Oh. So. Das hat mich aber voll rausgebracht. Also man kann nur, man hat nur die eine Kiste hier. Hast du dir das schon mal angekickt? Du kannst hier Inventory Slot plus 2. Ja, ich bin kurz vor Weltraum bei mir. Deswegen verrate ich dir nichts. Also ich hab ah, die schon. Okay, da brauche ich. Auch so lange nee, alles gut, da brauche ich die ganzen Sachen. Ah, jetzt, ich hab's verstanden, alles gut. So. Achso, wir müssen jetzt hier weitermachen. So, select the resources to scan. Achso, resources scan. Inventor and craft a portale. Eine portale Mine. Was will er? Das gibt's doch ja. Ach hier, portable Mine. Können wir da bauen? Das Zeug haben wir doch hier auf Tasche hier irgendwo. Da haben wir halt auf Tasche. Ach, jetzt zeigt alles weggelegt. Wie kann ich das jetzt auswählen? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Bereits freigeschaltet. Ja, ich will das bauen, ihr Herrschaften. Was kannst du da nicht bauen? Was ist denn das hier? Hier steht doch, ich soll das Ding da bauen. War da baut? Was ist das? Das ist deine Forschung, was das Ding. Das ist dein Forschungsfeld. Achso. Was ist das? Oh, hier das anmachen. Das, was ich vorhin gesagt habe. Anmachen! Ach, das ist das Stromling, okay. Kann ich das Ding hier bauen? Ach man, nein. Oh, was steht denn da? Ich und mein Englisch. Ich build equipment, work and craft the portable. Equipment Workshop. Was ist das denn wieder? Ich bin schon mal viel zu blöd. Ich bin nur durch mit den Nerven heute. So. Die hatte ich doch nicht gebaut. Alter, hier. Aber wie baue ich jetzt diese schöne Mine? Ich hab doch hier drinnen aber auch gerade, also die mobile Mine bereits freigeschaltet. Ja, kann Ressourcen errechnet um bla bla bla. So, hier ist die aber nicht. Achso, bestimmt muss ich das hier. Eisenplatte? Nein, 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 nein. Eisenplatten, bauen wir die jetzt? Das ist mein Kumpel, lass den mal, ja? Nein. So 50 Draht. Draht war nochmal wie zum Herstellen. Das habe ich doch hier. Kupferdraht, was brauchst du denn da? Kupferbarren. Schade. Kupfererz. Gut, das heißt, wir gucken mal Kupfer. Hast du mir jetzt die Kupfer irgendwo geklaut? Ich hab die Taschen voller Eisenerz. Ja, kannst du hier ran? An die. Aber dann würde ich dir das ja verraten. An die Werkbank? Nee, pack mal einfach nur rein, die Materialien. Würde ich dir ja den Spaß klauen, wenn ich dir die Materialien gebe. Nee, mach's ja nicht. Du hast sie ja eingesammelt. Und jetzt muss ich wieder neue suchen. Ich weiß ja noch nicht, ob das wieder spawnt. Nee, du kannst ja unendlich da sammeln. Okay. Nee, zwischendurch verschwindet das Zeug auch immer. Gibt es so was wie eine Map? Nee.
Das ist Eisen. Lager alles in die Küste. Ja, meine ich ja. Einfach nur in die Küste lagern. Dö, 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 dö. Außer mal Kupfer. Ja, lass mich in Ruhe. Ich weiß. Ich, aber das funktioniert. Mit ein, zwei Federn das zusammenzocken. Aber ich lasse dich jetzt erstmal noch in Ruhe weiter das Spiel erkunden. Ja. Hast du 100 Eisen, hast du schon in der Kiste. Ah, danke. So, das ist auch Eisen. Das ist bestimmt auch Eisen hier. Ja. Das sieht doch alles gleich aus. Woher soll ich denn wissen, wie Kupfer aussieht? Mit dem Scanner. Aber... Hätte ich doch gesagt. Ach hier, da. Jetzt. So, zack. Ich habe auch eine Stunde gesucht, um das herauszufinden. Ne? Ich habe eine Stunde nur so gesucht. Oh, hä? Kupfer? So. Wirklich, eine Stunde habe ich Kupfer gesucht. Da hinten. Aber ich habe andere schöne Sachen gefunden, die du vielleicht auch noch entdecken wirst. Mit der ist am dichtesten dran, ne? Ich sipp dich gleich, hoff mich anzubrüllen da oben. So, dann verlasse ich dich. Ja, tschüss Nono, danke, dass du hier warst. Ja, bitte. Aber das können wir dann, wenn du dann kurz vor Weltraum wirst, können wir ja zusammen. Oder wenn du reingefunden hast. Weißt? Ja, aber wie gesagt, Wochenende ist wieder hier Atlas. Atlas, auf Dezember fertig. Genau. Ja, ich denke mal, ich würde in meinen Geburtstag morgen Abend mit Satisfactory reinstreamen oder so. Mal gucken. Also morgen Geburtstag? Also morgen zu übermorgen, meine ich? Ja, Freitag. Ah, okay. Das wusste ich ja nicht. Ach, da unten blau sieht es aus. Viel ja, Spaß, kommst du aber in TS dann, oder? Ja, klar. Ja, genau. In TS eigentlich. So. Ja, alles richtig, alles gut. Mein Freund! Oh, der kann ja auch schlagen. Boah, du hast ja voll die Kupfer, Alter. Krass, wie war die? So, tschö. Sehr kacke. Ciao, ciao. Nimm genug mit. Tschö. Tschö, tschö. Ja, ist glaube ich ein bisschen trocken, wenn man da jetzt zuschaut. Ne? Aber vielleicht gibt es ja dann später auch die Variante, dass man da eine Maschine hinbauen kann, die das aberntet. Und dann hat man das, muss man bloß regelmäßig hin und das aufsammeln oder sowas. Ich weiß es noch nicht. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal 100 mit. Ja, 100 finde ich immer so entspannte, gute Linie. Schnelltasten, ach, guck mal einer an. Taschenlampe haben wir. C ist der Scanner. Post. Ah, okay. Oder man könnte auch so was machen, dass es nach 10 Mal klopfen einfach ein bisschen mehr gibt. So einfach 10 mehr. Aber wir lassen uns überraschen, wie das jetzt hier noch weitergeht. Finde ich interessant und spannend. Aber die Ruhe weg. Oh, ja. Oh, Biene Maya Whitley guckt hier bei mir. Haben wir ja gleich geschafft. Geht das weiter. Wer Pullan war, muss ja nur waschen. Genau. Was hast du im Kindergarten vergessen?
Nach dem Pullern? Ja, Papa, dein Vater. Die Mama wollte pullern gehen und mit Hände waschen. Oh. Und dann habe ich gesagt, Mama soll Hände waschen. Alles gut. Aber Mama hat Hände. Mit Live. So. Jetzt ab nach Hause. Gibt es eigentlich sowas wie eine Map? Nee, gibt es nicht. So, ab nach Hause. Blätter. 800 Stück. Ich glaube, das braucht man am wenigsten denn, wa? Holz kann man immer mitnehmen. Ah, da. Das ist mein Zuhause. Ein Bett fehlt. Oh. Ich kann nicht mehr aufheben. Bin ich voll? Ich bin voll. Ah, okay. Einfach mal alles in die Kiste packen. Zack. Alles lagern. So. Aber nicht alles, wir brauchen das Kupfer. So, Kupfer sieht so aus. Nehmen wir das nochmal in der Hand. Was ist das? Bisschen Holz, ein bisschen davon. Von allem so mal was mitnehmen. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier irgendwas herstellen mit Upgrade 2. So. Dann holen wir noch die Platten hier. Platten sind glaube ich ein bisschen wenig. Eisenplatten, so. Eisenbarren. Wollen wir Eisenbarren herstellen? Hier. Zack und los geht das. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt, bauen wir mal. Aus wie viel? Aus. Eiern? Okay. Machen wir einfach mal 50. Hobbidi hopp, so haben wir gemacht. 50. So, was war danach? Dann Eisenplatten. Da wollten wir. Wie viel haben wir? Nochmal 20. So, und jetzt brauchen wir hier diese Draht noch. Oh, Kupferbarren. Genau, wow, mal hier 60. Ja, am Anfang ist jedes Spiel ein bisschen trocken, aber es wird dann alles bestimmt noch richtig spannend. Auf jeden Fall Grafik, brauche ich nichts zu sagen, spricht für sich. Oh, sind schon bei 70 angelangt. Aber jetzt hier den Draht. Ich habe schon wieder nicht vergessen, wie viel wir brauchen. So, 40 denke ich mal reicht. Nein, 50. Warum denn auch nicht? Boah. Titter und Titter und verbessern. Mit Dach. Guckt euch das an. Scanner, Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Geht mal hier. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belt. Note. Use power poles to expand the power network. Nicht so viel quatschen. Machen. Was mir so ein bisschen fehlt, was ich cool finden würde, wäre so ein kleiner Jetpack, wo man so ein bisschen so tschst. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. So. Haben wir gemacht. Achso, Tutorial. Was erreiche Konstruktion, um Produktion einfacher Teile zu automatisieren? Erreiche Construction Tool. Was? Verstärkte Eisenplatte. Reicher Konsum. Um die Produktion einfacher Teile zu automatisieren. Strommast soll ich erreichen. Wer ist doch hier? Strommast. Ein Upgrade 2. Details. Müsste ich doch hier irgendwie.
bauen können. So, was braucht er denn dafür? Da 50 wieder, oder? Ne, das ist immer dasselbe. Verdammte Axt. Meilensteinkosten. Komm, wir machen einfach mal die ganzen Upgrades, dann ist mein Haus fertig. Ne? So 75 Metallplatten. Alles Leben. Die Schnecke brauchen wir nicht. Den Alien-Organe. Irgendwelche Beeren. Blätter brauchen wir auch nicht. Und was ist hätte? Eine Nuss. So. So, wir brauchen jetzt für diese Upgrade Metallplatten. 75 Stück, 25 sind da schon, habe ich schon. Ach, ich habe ja kein Eisen mehr. Kalkstein. Kick mal einer an. Aber jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Jetzt nehme ich meine ganzen Materialien mit und kann nachher nicht mehr tragen, weil ich full bin. So, wir sammeln jetzt von jedem nochmal so 200 Stück. Und dann würde ich sagen, gehen wir da wieder hin. Kicken, dass keiner beißt. So, alle lagern. So, ciao, Kakao. Feuer frei. So. What? Achso, die Blumen. Na? Komm noch hier. Mein Freund. Hat ja gerade Angst vor dir, oder was? Ich hab schon zwei Kumpels von dir platt immer. Oh. Was hat er mir gesagt? 200 von ihm. Na, okay. Ach, da unten. 1, 2. Ah. Guck mal hier. Strommast. Guck mal in der Schau, was ist das? Stromleitung. Mhm. Ja, wir machen, wie gesagt, von ihm 200, von dem Material, was ich da jetzt brauche. Ich denke mal, da sind wir auf der sicheren Seite und dann kommen wir ein bisschen vorwärts, wahrscheinlich. Natürlich wieder ein bisschen langwierig, aber nicht schlimm. Das beißt ja keiner. Ja, komm doch. Deine Lava hat mal auf den Sack. Erweitert deine Produktion für schnelleres Upgraden. Ah, alles klar, vorne ist das, was ich immer einsammle und hinten ist, wie viel ich im Inventar habe in den Klammern. Haut auch hin. Ah, läuft. Was ist denn das hier? Was kann ich denn darin machen? So, wie viel haben wir? Haben wir auch ein bisschen. Oder dann geht's zu langweilig, wa? Wir machen 150 von jedem Material. Haben wir ja gleich geschafft. Ziehen wir durch. Aber ich frage mich, wo er diesen Pickel hergeholt hat. Schwupp.
in der Hosentasche. Muss ich mal gucken, wenn nächstes Mal ein Spieler hier bei mir drauf ist und er sein Gerät wechselt, wo er das rauszaubert, aus welcher Tasche. So, 150. So, das nächste. Kalkstein. Zing! Blätter. Blätter. Ich glaube, die Blätter brauchen wir noch ja nicht. Ich denke, eher Holz nehmen wir mit, wenn wir hier unterwegs immer was finden. Das hier sieht ja dann auch aus. Ja. Oh, Rohquarz. Ist das, was wir jetzt hier gerade gesucht haben? Ne, Kalkstein haben wir gerade gesucht. Bah, Rohquarz nehmen wir auch mit. Oh. Das war's oder was? Ja, Tatsache. Ich würde sagen, da jetzt runter. Werden wir jetzt aber nicht ausprobieren, wie ich auch verfliegen kann. Na, guck mal hier. Hier ist ein bisschen was schief gelaufen. Die Steine sind in der Luft. Ja. Hier ist ein bisschen. Und hier ist noch ein Knick drin. Das Gras wurde hochgehoben. Das sind so Kleinigkeiten. Ah, guck mal, da ist ja schon wieder einer. Jetzt! Komm her, komm her, komm her. Oh, oh, oh. Turbo hat er jetzt angelegt. Nicht mit mir, mein Freund. So, wir brauchen Kalkstein. Boah. Hehe. Ey, ein Panzer. Ah, hier ist Kalkstein. Kick mal einer an. Hat der Nono sich jetzt einfach das Schlafen gelegt? Oder wurde er jetzt immer angezeigt? Komm, wir gehen uns jetzt mal gleich mal ankicken. Jetzt kloppen wir auf Kalk rum. Total toll. Läuft auf jeden Fall. Tip, tip, tü, trüpp, tip, tü, trüpp, tip, tü. Auf jeden Fall finde ich das Spiel trotzdem toll. Mir gefällt's. Den Eindruck, der sammelt hier weniger. Aber man in der Hocke oder sowas gehen geht nicht. Das macht er nicht.
Meine Fresse, Jüte, dauert der Job ja lange hier. Vor allem, wir haben noch ein Material, was wir kicken müssen. Wir müssen Eisen. Wir wollen da sammeln. 150. Haben wir gesagt. Und dann denke ich mal, geht das ein bisschen vorwärts. Hoffe ich. Hoffe ich! Aber das soll ja auch so sein, dass das Spiel nicht innerhalb von 3 Stunden durch und fertig. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Also kann das ruhig auch ein bisschen dauern jetzt hier am Anfang. Aber wenn man den Dreh bestimmt immer raushält, dann geht das auch rucki zucki. Erledigt. So, jetzt hier mal ein Bing machen. Was brauchen wir? Eisenerz. Tschatsching. Mein Haus ist da, dann können wir das dort sammeln. Und dann gucken wir mal auf dem Rückweg. Verrutscht. Da müssen wir hin. Gucken wir auf dem Rückweg mal kicken, ob der Nono da jetzt einfach da liegt, als er sich ausgelockt hat, oder ob er jetzt verschwunden ist. Das wäre jetzt auch mal interessant. Guck mal, der traut sich da nicht runter. Ach, wir haben hier schon gesammelt. Guck mal, wir haben hier schon 200 Stück davon. Haben wir echt vorhin schon so viel gesammelt? Ging einfach. So, dann ab nach Hause. Dann kicken wir mal. Ah, Kike, hier, da, seht ihr schon die Schrift? Ich sehe sie schon. Hat er sie hier faul auf der Haut gelegt? Ne, nicht mal. Kick mal, der hat einfach nur und Standby-Modus. Kann ich ihn jetzt töten? Ne, der steht einfach jetzt. Tatsache. Jetzt ist aber die Frage. Okay, lassen wir ihn da stehen, Leute. So, ab nach Hause. Er weiß ja den Weg. Anstatt dass sich im Haus da jetzt ausloggt oder so weit. Steht er hier mitten in der Walachei. Er ist auch mutig. Entschuldigung. So, 3, 2, 1. Da sind wir wieder. Alles nehmen. Was hat das, was wir noch nicht brauchen? So, das heißt die Schnecke. Das Papier brauchen wir nicht. Rohquarz. Alien Panzer brauchen wir auch nicht. Da finden wir das auf. Blütenblätter, okay. Kalkstein. So. Sind wir mal am Herstellen. Wie viele Metallblätter? 75 oder so waren das hier, Eisenplatten. Ballern wir mal 100 drin hier, ne? 100 ist ein Niederschnitt.
Ah, könnte man weiter, aber warum? Ah, der qualmt hier. Guck mal, der muss hier auch mal zwischendurch ausruhen. Cool gemacht. Gefällt mir so. Eisenplatten 75 brauchten wir. Ach, guck mal, welche auch die Metallsplitter. Die Funken, so rum. Metallfunken hier rum. Ach, guck mal, da wurde es jetzt heiß. Ah, hat er. Als ob ich es gewusst habe, als ob ich rechnen kann. 75 hat er hier neu gemacht. So, weiß einer noch, was das andere war, was wir da brauchten? So, 10 Kabelze. Kabelze, hier 3 Stück können wir erstellen. Aus was? Aus diesem Draht. 6, 7, 8, 9, 10, kommen wir jetzt hier, zack. Ballern wir mal hin. So. Was ist das denn? Beton. Aus Kalk, denke ich mal. Gut für drei Fundament, Dingsbums, okay. Beton, 10 Stück. Beton wird aus Kalkstein, also Heiko, war ich da ganz gut aus Kalk, immer. Ich hab schon wieder vergessen, wie viel. 50, ja, so, müsste reichen, im Koffer. 10 Stück hätte ich bloß gebraucht. Verstärkte Eisenplatte, 2 Stück. Eisenplatte, verstärkte Eisenplatte hier. Ach so, jetzt haben wir, ja, ich hab's schon mitbekommen. Oh, schon 1 Stunde und 7 Minuten sind wir online. Na Mensch, läuft hier auf jeden Fall. Und wir haben noch nicht geschafft, auf jeden Fall schön fesselnd, würde ich sagen, ist das Spiel. Wenn man will ja wissen, wie es weitergeht. So, aber wie fülle ich mein Leben da unten weiter auf? Oh, was passiert denn, wenn ich jetzt hier nicht aufhöre? Das Ding glüht schon hier unten, wo die Funken raufsprühen. Fängt er dann einfach an zu qualmen oder mache ich das Ding jetzt kaputt? Ich hoffe nicht. Lass einfach mal durchballern. Metallbahnen können wir mal gebrauchen. Also Eisenbahn. Hier leuchtet und das war. Wenn ich jetzt aufhöre, qualmt das hier auch und kühlt sich wieder ab. Alles klar. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwie so was wie ein Timer, dass du jetzt 2 Sekunden lang nichts bauen kannst oder 5 Sekunden oder 10 Sekunden oder sowas. Wäre natürlich auch coole Nummer gewesen, also könnte man mit einbauen, um den Spielspaß ein bisschen länger hinaus zu zögern. Was ist das denn hier? Schraube. Was? Schraube, wo krieg. Ach hier, Schraube. Ah. Kriegen wir. Und das bekommen wir aus Eisenstangen. Bauen wir ein paar Schrauben. Wie viel brauchen wir denn für zwei? Ach, haben wir schon genug. Eins, zwei. So. Aber jetzt haben wir nur Eisenplatten ein bisschen wenig, genau. 75 waren das, oder? Ja. 75. Ach, wir sind schon bei 98. Mann. Ich weiß immer ja nicht hier, auf was der kicken soll. Das ist die Anzeige von den Eisenplatten, dachte ich, die wir haben. Aber wir haben doch hier 99 Stück. Oder die ich noch herstellen kann. Okay, dann heißt das immer, wie viel ich herstellen kann. So. Das hier in der Mitte ist, wie viel Eisenbahn ich noch habe. Aber da oben steht eine andere Anzahl. Ich komme hier noch nicht so richtig klar mit diesen Anzeigen hier, welche für was ist. Die Fertigung verwendet, daraus werden die grundlegenden Teile gefertigt. Ja, sind 109. Achso, 2 Stück und dann 73 könnte ich noch herstellen davon. Ah, okay. So, jetzt müsst ihr glaube ich alles haben. Also hier hochdrücken. Ja, läuft. Hier, bauen. So, das war das da. Nee, das war das nicht. Das war das. Das war das. Und was war das? Beton, ach stimmt, hier, Beton. 10 Stück, wo wir 50 gemacht haben. Zack. Verbessern, Simsalabim. Oh. Jetzt können wir auf jeden Fall nicht mehr durchgucken, finde ich doof. Durchgucken fand ich schöner.
Da hat man die Aussicht noch genossen, wenn man davor stand. Glückwunsch, du hast folgendes freigeschaltet: neue Gebäude, Baupläne zu finden im. Ja, so also schnell, ja, okay. Upgrade zusätzliche Energie, ja, alle Dude. Aha. Okay, guck mal, einer schaut. Was ist das denn? Das ist ja ein schöner Arbeitsplatz. Was ist das für ein Monitor hier? Wer schreit da schon wieder? Das sieht aus wie so eine Serviettenbox. Drück mal auf falschen Knopf. Ah, kick mal einer an hier. Kick mal, was der spielt. Solitär. Ein Bett geht auf jeden Fall klar. Spinde. Eine Art Küche, so wie es aussieht. Wie geil ist das denn? Ein Klo. Aber kein Klopapier da. Aber mal kicken, wie das dann halt aussieht, wenn es ganz fertig ist. Was ist das denn hier? Da guckt irgendwie was durch. Was ich genug so anders sehe. Erleuchtet das jetzt wegen der Sonne so extrem? Ja, guck mal, die Sonne geht unter. Deshalb haben wir da so einen Schimmer. Im dunklen Raum schimmert lila, weil die Sonne durchscheint. Okay. Also müsste man den hier rein theoretisch. Guck mal, das ist jetzt hier alles pink durch die Sonne. War gerade eben noch. Das Licht war nicht an, gerade eben, war? Ist automatisch an hier. Ich hab wieder nicht aufgepasst. Auf jeden Fall schick, schick. So, was brauchen wir hier? Upgrade 4. Und es geht wieder weiter. Kabelze. Kabelze. Können wir keine mehr bauen. Machen wir erstmal Eisenbahn hier fertig, ne? Dann fangen wir wieder an mit Eisenplatten. Ich glaube, wir können gleich nochmal los ein bisschen Material kaufen. Nicht kaufen, sondern besorgen. Doch, eine ganz schöne Menge. Nicht genügend, was? Rezepte. So, jetzt gucken wir mal, was brauchten wir denn da? Fangen wir an mit Metallplatten, 100 Stück. Dann kriegen wir mal hier 100. Da drüben sind sie. So, 100 Platten. So, läuft so. Können wir die jetzt hier hinlegen? Ja, cool, dann sind schon mal weg. Eisenstangen, 75. Mit Eisenstangen war jetzt Entetrente aus Wald Eisenbahn, also warum Eisen? Ist jetzt schon wieder alle. Jing, das war hier vorne. Seht ihr, da sind wir mit dem Material ja nicht, doch ja nicht so weit gekommen. So, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen farmen. Aber also wie die Sonne untergeht, die ist noch nicht ganz unten anscheinend. Dauert noch ein bisschen. Die hat noch nicht so Bock. Ich glaube, wir sind doch schon wieder viel zu weit, weil wir sollten eigentlich Strom bauen. Hier, da steht ja Hub Upgrade 4 abschließen. Aber der hat ja vorher schon irgendwas gesagt hier mit Strom. Guck mal, ich habe hier unten schon wieder ein paar neue Sachen. Was ist denn das da? Ein Förderband. Ah, guck mal in der Schau. Was ist das da? Ein Fördermast. Ja, das kriegen wir alles noch raus, was das alles ist.
Und das ist jetzt der Mond oder was? Oh, guck mal hier, was leuchtet denn da? Achso, das ist der Nono. Drücke eben aufheben. Von grün Elektroschnecke. Das erkennt man gleich sofort, dass es eine Schnecke ist. Haben sie auf jeden Fall gut hingekriegt. Das Schneckchen. Aber man könnte auch, ja, man kann immer so viele, wie so eine Schleimspur, dass man gesehen hat, von wo die herkam oder sowas. Die auch so fokussierend ist. So, wir machen einfach mal wieder 150 Eisen. Einfach so, wir was können, wir was machen. So, meine Güte, das dauert schon wieder. Ja, guck mal, da oben steht jetzt, was wir dafür brauchen, 75 und davon von dem Kupfer. Wenn man, da können wir da mit der Maus jetzt rufen hier? Nee. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Macht schon ein bisschen irre. Der Drummelklopper. Oh, ich muss ein bisschen. Tut mir leid. Ich muss hier aber ein kleines bisschen Musiker machen, sonst wirst du völlig beschugge. Ein kleiner bisschen Musik. Mach die auch hier ganz, ganz, ganz leise. Ach ja. Kann ich gar nicht sehen, wenn jemand schreibt, oder? Aber ist eh gerade keiner da. Verdammt! Ja, also das Spiel kam gestern? Gestern raus. Gestern war der 19.3. Und danke dafür, dass ich das spielen darf. Na los, los, gleich haben wir die Schaff, gleich. 48, 49. Da, wunderbar. So, jetzt sieht natürlich geil aus, das Vieh. So, machen wir hier gleich nochmal immer eine Kupferrunde. Zack, wo war das? 200. 600.
immer einfach nur eine Kupferrunde, so blöd wie klingt. Und nimm da auch nochmal 150 mit. Was wir haben, haben wir. Ich denke mal, wir brauchen jetzt oder so. Weil das ist ja jetzt noch nicht, glaube ich. Upgrade 4 ist, glaube ich, noch nicht das letzte. Wow, 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 wow. Tut's weh? Nee. Hey, cool. Ach, guck mal, aus dem, was in der Mitte rauskommt, kommt natürlich mehr raus. Das gerade richtig gesehen? 88, 94. Ja, na da, klingt, guck mal. Oh, das geht schneller. Hier geht das schon wieder. Und da möchte keiner runterfallen. Ja, und das ist immer einzeln hier, wa? 3, 4. Ja, ne, wir haben gesagt 150, aber er geht ja diesmal schneller. Oh, ihr sagt doch nicht. So, hier schafft er mal. Was hat man gesagt? Jetzt noch der Kalkstein. Tsching! Da, da und da, da 200. 300, nochmal 200. Das geht dann Richtung nach Hause. So, kriegen wir da schon wieder einer, der hier. Oh, gleich zwei. Mann, lasst mich doch in Ruhe. Jeder muss mal sterben. So. Dann nehme ich mal an. Das dort könnte meine Leiche sein. Zeigt natürlich nicht zum Wehren. Aber hier. Was nehmen? Hau ab, da sag ich dir. So, wir haben gesagt, wir wollen den Kalkstein. Ding, da hinten blinktet. Auf jeden Fall schön futuristisch. Sieht gut aus. Auch der Teil hier, das Gebäude. Oh, oh, bin ich gerade vorbeilaufen? Nee, hä? Hier. Wow. Bist du behindert? Er tat auf jeden Fall weh. Auf jeden Fall geht das hier auch wieder schneller. In 6er Schritten. Calciumerz. Ah, da ist also noch ein bisschen was anderes drin. Ne? Nehmen wir mit. Warum ist denn meine Anzeige da unten rot? Mit meinem Leben. Die war doch nicht die ganze Zeit rot. Bin ich jetzt vergiftet? Ja, ist auch wieder was zu mitnehmen hier.
Ach, das ist Calciumerz. Na ja, nehmen wir mit. Warum war die Taschen voll? Achso, ist hier noch Platz. Die Taschen sind voll. Düdüm. Ah, da war hier V ist die Taschenlampe. Zick, 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 zick. Aber das ist immer so hell, warum braucht man ja keine Taschenlampe? X ist der, ist hier Brief, wer was will von mir. Um Gottes Willen. Die Kasse lesen. So, was ist das hier? Zzt. Okay, das ist hier entfernen, Abrisstaste. Okay. Und da bin ich, wenn auch. Achso, wir brauchen. Hier von diesen Stangen. Wo die können wir nicht herstellen, weil wir Eisenbarren brauchen. Dann legen wir mal los. Wieso? Was ist los? Achso, wenn ich keinen Platz habe, kann ich keine Eisenbahn herstellen. Macht Sinn. So, legen wir mal das wieder weg. Ist das meine? Den legen wir mal weg. Ich glaube, das ist mein Ding gewesen. Also, mein Ding. Das brauchen wir noch nicht. Schnecke brauchen wir nicht. Vereins haben wir alles? Ich glaube ja. So, wir brauchen von diesen Rohren. Das sind wir. Eisenstangen brauchen wir. 3, 4, 5. So haben wir Beton können wir auch noch ein bisschen herstellen. Aber Beton haben wir doch eigentlich genügend. Wenn wir 20 Stück brauchen. Wir brauchen hier Kabel. Kabel braucht das Land. Dafür Kupfer. Wie viel brauchen wir? 20 können wir herstellen. Zack, Feuer frei. Ah, okay, jetzt kriegt das langsam hin hier mit den Zahlen hier auf der Seite, wie viel ich davon bauen kann. Das ist auf jeden Fall gut. So, dann legen wir mal alle drin. Beton. So, zack, 3, 2, 1. Simsalabim. Kicken wir mal, was passiert ist. Ah, hab 5. Also, gibt noch eine Stufe, gibt das noch. Die kriegen wir auch noch hin. Congratulations. So, wie ist jetzt. Hä? Hier ist jetzt das Ding weg. Dieses Stromteil, glaube ich, oder? Das war doch hier auf der Seite. Oder war das auf der anderen Seite? Ah, nee, hier auf der Seite ist das. Gleich zwei. Gib mal in der Schau. Zerschredderer sind das hier. Was steht da? Keine Hand drin legen oder was? Ja, irgendwie so. Hier unten auf dem Schild steht ja eine Struff. Ist zerkratzt. Oh, schön, schön, schön. Wer schreit hier rum? Ach da. Komm da runter, mein Freund. Komm da runter. Ah, lieber nicht. Der beißt bestimmt. So. Aha. Hier eine Leitung geht hier lang. Ist das eine Klimaanlage für mich jetzt oder was? Aber kicken mal. Oh, hat er sich aber hier oben hier zack, zack, das Rohr rumgelegt. Hat er ein bisschen schön gemacht. Hier ist eine Halterung, glaube ich, wa? Ja. Abstandshalter.
Er könnte ruhig mehr Abstandshalter sein. Hier vielleicht noch eins. Und hier vorne noch irgendwie ein Abstandshalter. So. Dann geht das hier rein, der Drohr. Ah, hier. Ah, guck mal, einer schaut. Zack, zack, zack. Und dann da wieder durch. Und dann. Ach, der geht hier, glaube ich, in die Maschine rein. Wahrscheinlich. Okay. Immer noch kein Toilettenpapier, also gehe ich hier nicht auf Toilette. Und im Spiegel sieht man sich nicht. Ansonsten kann man hier noch nichts machen. Nicht schlafen legen, hier ja nichts. Hier kann man auch nichts. Aber sieht auch ganz schön schnell. Aber ich bin wahrscheinlich auch schnell hier. Auf jeden Fall solitär ist ja immer noch nicht weiter. Wäre cool, wenn es vielleicht animierte Bilder wären, so ein bisschen. Das wäre natürlich nice. Wenn irgendwie ein Film oder sowas, ein Kurzfilm oder sowas abläuft, so von 2 Minuten und dann wiederholt sich das oder sowas. Einfach nur, weil es geht. So, Upgrade 5. So, sagen wir mal wieder hier herstellen, dann taucht das hier oben auf. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber ich glaube, wir müssen wieder sammeln hier. Ich glaube, wir haben das ganz falsch angefangen. Das wäre, glaube ich, wären wir viel, viel schneller und viel weiter. Hätten wir richtig nach Tutorial-Plan gebaut. Aber sowas ist doch langweilig. Also ich mach sowas nicht. Ich will immer selber entdecken und erforschen und testen und gucken und machen und tun. Wie gesagt, ich hab das Video gesehen, fand ich interessant, fand ich cool, deshalb habe ich gesagt, oh ja, würde ich gerne mal anspielen. Gefällt mir. Und euch das natürlich zeigen. So, Eisenplatten. 150 brauche ich, ja, kriege ich nicht raus. So, machen wir nicht mal die alle. Basteln wir mal so weit vor, wie geht. Zack, in Eisenstange können wir machen. Oh, hier, guck mal. 500 Drähte. Ja, dann muss hier aber auch was Krasses passieren, da sag ich dir. Auf jeden Fall haben wir schon 2 Zerschredderer da hinten zu kleben. Oder vielleicht gibt es auch Werkzeug bessere. Ich, wie gesagt, ich hab noch nicht gekickt. Ich lass mich ja immer. Mal auf entspannt hier, die ganze Nummer. So. So, gleich haben wir das erreicht. Ey, wir können sogar 500 machen, so wie es aussieht. Läuft. Oh, hier, das glüht hier unten schon. Komm, wir ballern jetzt einfach mal durch die 150 jetzt hier. Mal kicken. Wirklich so viel erstellen? Guck mal, der springt hier ganz schön schnell. Doch, haut hin. Dann habe ich da noch die 100. Ja. Zement haben wir. Ah, nee, Zement haben wir auch nicht. Aber Zement können wir herstellen. Beton können wir noch 50 herstellen. Wir haben 27. Na, ballern wir noch ein paar durch und dann. Uff, ruhig. Ah, wir haben schon die 500 erreicht. So, hier Beton. Was hat man gesagt? 30. Gut, haben wir. Oh. Werfen wir mal alle drin, was wir hier so haben. So, was haben wir hier? Wir hier Metallplatten. So, hier Rohre. Und hier das Kupferdrähtchen. Und hier der Beton. So, dann werfen wir mal alles jetzt hier wieder rein. Hier alles lagern. Und das ist, glaube ich, nicht meiner hier, der. So, Metall, Eisen, also hier Eisenbaren. Machen wir Jing Jing. Ah, wir nehmen den mal. So, mal gucken, ob das jetzt wirklich unser war, unser Typ. Wenn wir jetzt hier da vorstehen und da nichts sehen, dann ist das unser gewesen.
Guck mal, der steht immer noch da oben. Also die bewegen sich nicht von alleine irgendwie. Oder der ist festgebackt. So, ballern wir mal wieder 150, aber wir haben ja gelernt, dass dieses Gerät hier, diese üppige Steinformation gleich mal mehr rausballert. So an die 100 oder so weit waren das, glaube ich. Können ja gleich mal kicken. Nee, 55 waren das. Ja, gut, ist nicht ganz so schlimm. Haben oder nicht haben. Aber was mich stört, ist hier die Gesundheit, dass das immer noch rot angezeigt wird. Weil vorhin war das nicht so. Oh meine Hübschen, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz hier für kleine Jungs.
So, da bin ich auch wieder. So, was hatten wir gesagt? 150. Uff, ja. Und los. Oder wir machen 200, weil wir brauchen ja diese Stangen und die Metallplatten. Dann kriegen wir von den Metallplatten auch los. 68. Da ist, ich würde fast sagen, 200 würde ich jetzt mitnehmen. Ich wette, wir hätten nicht alle vier einfach machen können, wenn wir einfach richtig, richtig vorschussmäßig nach Tutorial gegangen wären. Aber darum geht's ja nicht. Wir wollen uns das ja auch alles angucken. Aber finde ich cool gemacht hier. Guck mal, schön auf Chrom. Die kleinen Steine da drinnen. Ganz falsch angefangen an der ersten Nummer. Oh, 174. Wo jetzt nach Hause? Da jetzt nach Hause. Na los, 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 zieh durch. Ich. Keine Schwäche zeigen. Aber ich weiß ja nicht, ob man so mit so einer Pike auf Eisen rufhaut und dann da was kriegen könnte. Müsste man nicht eigentlich das Ding nehmen und Hammer mit rufhauen? Mit einer Hand oder sowas? Wäre doch viel. Ja, was heißt viel cooler, aber wer. Ja, man weiß ja auch nicht, wie das auf dem Planeten ist mit dem Metall. Aber gehen wir jetzt von der Erde aus, weiß ich gar nicht, ob man da sowas rauskriegen würde. Wäre wahrscheinlich auch nur Splitter, so wie ich hier gerade bekomme. Oh, wir haben die 200 erreicht. Meine Güte. So, ab nach Hause. Krummelkopf. Komm, den lassen wir da leben. Mal gucken, wie lange der eigentlich da oben lebt. Der Krummelkopf. Ich hoffe halt auch, dass ich clever gebaut habe hier in der Mitte mit dem Haupthaus. Nicht, dass ich, dass die Maschinen da direkt dahin müssen und da das Eisen dauerhaft abbauen. Ja, denn habe ich ein bisschen was zu tun bis dahin. So, jetzt sind die Grundmaterialien. So, was hat man gesagt? Wir brauchen Metallplatten. Also erstmal Eisenbahn umwandeln. Guck mal, Stangen können wir. Ich glaube, mal gucken, wie viele Stangen wir dann bauen können. Und wie viele Platten, ob das dann hinhaut. Ich glaube nämlich schon fast nicht. Ich glaube, wir dürfen noch mal ein bisschen Metall besorgen. Early Access CL / 95718. Ist das meine persönliche ID oder gewiss denn noch nicht? Wenn wir nächstes Mal hier den Nono fragen, der hat ja gesagt, er will damit mit zusammen machen, wenn er dann soweit ist.
Wenn ich so weit bin, ich meine, er ist ja schon weiter. Irgendwas mit Weltall. Uhuhuhu. Mal kicken, ob das dann wirklich so ist, dass ich aus anderen Ländern, wollte ich schon sagen, aus anderen Planeten, Biotopen, auch noch Material besorge, um hier weiterzubauen oder sowas. Man weiß es noch nicht. Also, warte mal, Eisenstangen sieht auf jeden Fall schon mal gut aus und Eisenplatte. Ne. Dürfen wir dann nochmal schön besorgen. Doch, könnte doch hinhauen eigentlich, oder? Bin ich doof. Eisenplatten. Auf 94. Achso, das ist wie viel ich herstellen kann. Ich muss da oben kicken. Und jetzt noch 1, 2, 3, 5, 6. Wenn mein Mathe mich nicht ganz getäuscht hat. Jawohl. So, und wie viel kann ich jetzt noch? Eisenstangen 43. Gut, dann nehmen wir mal gleich noch ein bisschen Metall besorgen. Machen wir Bing. Bing macht er. Kommen wir gehen einfach mal jetzt hier in 400 Metern und kicken, was da ist. Das beißt ja keiner. Wir sind ja recht sportlich unterwegs hier. Mit deiner ganzen Nummer. Kicken wir, was wir sonst haben. Hier kicken wir hier zum Beispiel. Oh, guck mal, Kohle gibt es auch. Zu verbrennen wahrscheinlich dann später. Nehmen wir einfach mit, was wir haben, haben wir. Oder wie so schön man immer so sagt. Was dort ganz besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Kaboom, schöne Ding. So. Jetzt ist es weggepinkt. Aber ich glaube, das hier vorne. Aber kann nicht sein, 400 Meter ist noch ein bisschen weiter weg. Was ist das da? Ah, Kalkstein. Knallen wir weg. Wie gesagt, ich denke mal, wir brauchen hier für die ganzen Sachen, die wir so herstellen wollen, auch noch ein bisschen Rohmaterial so zwischendurch. Weil man kriegt ja nichts geschenkt. Wäre auch zu langweilig. Warte mal, macht er das einzeln? Ne, macht nicht einzeln. Das heißt, würde auch alles weggehen, so wie jetzt. Ah, super Schauer. So, nochmal, machen wir nochmal einen Ping hier. Ding. Was ist das hier wieder? Ah, nochmal Kalkstein. Ja, Kalkstein will ich nicht so viel. Was haben wir hier? Hier? Ne, das Blätter. Oh, Blätter. Oh, hier kann ich durchkicken. Hier ist kleiner Buggy. Das ist hier der Planet. Da steht die Sonne. Da ist jetzt, ich habe hier noch keine Map gefunden oder so was. Koordinaten oder irgendwie so was. Aber ihr wisst, was ich meine, wo ich meine. Kann weg. Jo, ah, da, hier. Hier, da und da. Das können wir alles mitnehmen. Ihr wisst, was ich meine. Ah, da ist wieder mein Freund. Ich bin böse auf dich, Freund. Aber das war doch mein Zzt. Ich hab den nicht in der Hand. Oh, der hat aber eine weite Range. Komm schnell weg. Ich glaube, der kommt jetzt schon daher ran. Da sag ich, aua, hau ab. Klingt halt auch, dass hier voll noch mehr von den Viechern. Und war ich jetzt cleverer als er? So, was haben wir hier? Eisen ist gut. Baller mal weg hier. Und zack. Bitte. So. Ja, so eine Blume kann man auch mitnehmen. Also Himbeeren oder was ist das? Nee, Plorobeere, da sag ich ja.
Himbeere. Jetzt nehmen wir da hinten das Metall oder was ever das auch ist. Wenn wir gleich. Entschuldigung. Wenn wir gleich rausfinden, was das ist. Gucken, dass wir unserem Freund da drüben nicht so dicht auf die Pelle rücken. Was ist das denn? Salz? Nee. Okay. Hätte auch Salz können, sein können. Der ist ja noch einer von den Viechern. Das ist nicht Kalkstein. Ah! Kumpel, lass mich. Ja, das war doch mein Bzzzt. Gut, würde ich sagen, nach Hause oder was? Der hat der mich jetzt hier angesetzt. Wie viel Metall haben wir denn? 36, nee, da 131. Ein 31er. Mein Haus, Weg drauf. Oh Gott. Bin dran vorbeigelaufen. So, 3, 2, 1, da bin ich. So, was hat man gesagt hier? Ein paar Stangen brauchen wir. Ein paar Stangen auf Tasche fertigen. Na, dazu brauchen wir ein paar Eisenplatten. Ballern wir mal die durch jetzt hier. Hey, was ist denn jetzt? Was? Achso, Eisenbahn brauchen wir. Und zu denen, da brauchen wir, nein, ach Quatsch, Eisenplatten brauchen wir ja nicht. Nur die Dinger und dann Stangen. So, was brauchen wir? Ach ja, da steht's ja. 150 Stück. 136, ach Quatsch, 120 können wir. Ist auf der linken Seite zu sehen. Ist aber die Anzeige, wie viel wir ballern können. You better say what? Ich glaube, nee, hat recht, nee. Ah, wie wir die Platten hier gestellt haben. Verdammte Axt. Sag jetzt nicht, ich muss nochmal wegen zwei Steine bestimmt nochmal los. Ich seh's jetzt schon. Ach, ärgerlich. Wie viel haben wir? 140. Zwei sind drin. Ja, wir müssen nochmal los. Das waren genau die ich da aus Versehen die Platten gemacht habe. Verdammte Axt. So, wie viel brauchen wir jetzt? Wir sagen einfach, wir nehmen 50 mit. Ne, 80. Ne, 80. Lass uns 80 mitnehmen. Alle ab. Na, steht da mal mein Freund? Gib mal in der Schau, da steht er noch. Mach mal grrr. Ja, gut, machst du das. Gut, machst du das. Gut,
Wie fahren wir? Ja, gut, machen wir die 100 voll. Tada, 100 voll. Ab nach Hause, da steht das. Jetzt ist so ein Jetpack so ein bisschen so ein wäre doch cool. Wenn man hat ja hinten so ein bisschen Platz, hat man gesehen, hier wo der Nono stand. Der stand aber hier vorne oben, oder? Stand er weit weg? Ach, wir gehen jetzt nicht zu ihm. Und das Vieh finde ich ja auch total schön. Kicken, ob wir mit dem Ding irgendwann noch später irgendwas anfangen können. Bis jetzt sind die alle böse gewesen. Außer hier diese Riesenviecher. Wo läuft eins? Da, bitte da. Sehen natürlich auch interessant aus. So, wir brauchen Eisenbahn erstmal. Genau. Und dann waren es die Eisenstangen hier noch. Fehlen uns noch ein paar. So, Eisenbahn können wir auf jeden Fall komplett durchschmelzen, denke ich mal. Oder wir lassen es. Wir machen erstmal hier nur die Eisenstangen. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen noch 8. Entschei, wo steht's nochmal? Ach, wir haben schon wieder 19. Alle gut. So, hier, zack, ballern wir durch. Verbessern Augen zu und durch. Katsching! Waren jetzt hier oben diese Bilder hier? Waren noch nicht vorher, wa? Doof ist ja, dass das immer gleich alles so leuchtet. Also dieser Rand, finde ich, also das irritiert mich. Weil du kannst ja auch diesen ganzen Kasten sehen, der jetzt hier ist. Wenn das hier nur so der Tisch hier so wäre oder sowas, wäre das entspannter. So wie hier. Hier ist ja bloß dieser kleine Kasten hier. Ja, also nicht hier irgendwie noch die ganze Apparatur. Oh Gott, jetzt quatsche ich hier schon wieder und ich habe wieder nie gelesen. Naja. Hier, Skip Enter, lass mich in Ruhe. Bis später. So, wir gucken uns jetzt erstmal wieder das schöne Ding an. Hier. Was sich hier so weiter bewirkt, verwandelt, umgestaltet hat. Ich, das ist auf jeden Fall hier viel, viel größer, alle die wurden, oder? Kommt mir nur so vor. Doch, doch, nee. Oh Gott, Hilfe. Ducken? Nein, nein, nicht scannen. Ich will hier raus. Wir nehmen jetzt den offiziellen Weg, leider erstmal nach oben. So, zack. Was ist das denn hier? Das sieht doch fast aus schon wieder wie irgendwie was zum Fahren. Mann, lass mich doch mal. Natürlich, das sieht doch aus wie irgendwas zum Fahren. Kommen wir da irgendwie rein? Ich muss mal hier kurz gucken. Vorher war hier, wo ist die Klimaanlage? Hat sich hier was verändert? Nee, Klimaanlage ist geblieben. Oder irgendwas auch immer das ist. Ich schwöre euch, das wird irgendwas zum Fliegen hier. Aber man kommt da noch nicht so rin, ran, runter, wie auch immer. So. Hat sich hier schon wieder so auf ein Fragezeichen. Achso, das sind ja hier meine beiden Apparaturen, die wir noch Strom brauchen. Wie heißen die Dinger? Biomaster Brenner. Okay. Oh. Hier kann ich immer noch nichts machen. Mikrowelle ist immer noch nicht da. Immer noch kein Toilettenpapier. Oh, aber hier, guck mal hier. Hier ist irgendwas Neues. E, konfigurieren, im A. Oh Gottes Willen. Was ist der Eingang? Bödenwetter. Eingang? Analysieren. Ah, guck mal. Jetzt kann ich die von hier drüben nehmen. Zack. Und ein Analysieren machen. Ach, der hat auch bloß eins genommen. Schick, schick. Wurde ich schon wieder auf Spionage? Wie lange braucht das jetzt? 4 Minuten. Okay, dann warten wir mal. Kick mal, dann werfen wir das Ganze hier auch dann später rein.
Aber lassen wir halt erstmal analysieren, was ist das denn? Ach, das ist dasselbe Ding. Ach, das gehört zusammen. Ist ja auch hier unten mit Strom verbunden. Macht Sinn. So, hier auf den Monitoren hat sich auch nicht weiter verändert. Der ist immer noch nicht weitergekommen mit seinem Solitär. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen kleiner Hocker für meinen Hintern, den ich habe. Hier, kicken wir mal sofort zum Vergleich. Wenn ich daneben stehe. Ich stehe auf dem Fußboden. Ist ein bisschen kleiner Hocker. Also kommt bitte nur so vor. Wenn ich von oben runter kicke. Ja, aber ich stehe ja direkt dran. Alle Dude, ich, wie gesagt, wir wollen nicht pingelig sein. So, jetzt haben wir glaube ich alle fünf erreicht, wa? Oh, guck mal hier, jetzt zieht's ja hier los. Hilfsmittel, Logistik, Förderplan, Splitter, oh Gott. Persönliche Aufbewahrungsbox, ah, hier ist nochmal eine Aufbewahrungsbox. So was können wir uns auf jeden Fall hier daneben auch noch hinballern. So, Wände, die Boxen und sowas, Lager braucht man jetzt viel. Wände für Förderbänder. Ach, das ist die Stufe 2. So, was haben wir hier? Multi-Two-Faktor. Ist das nicht das Ding, was ich hier gebaut habe? So, hilfsbereit. Kettensäge. Oh, hier, die Kettensäge geht schon mal steil. Aber jetzt bestimmt. Biobrennstoff braucht. Wird zum Entfernen von Pflanzen verwendet, die mit bloßen Händen schwer zu entfernen sind. Ach, bestimmt diese Gasballen oder sowas. So, schräge Sprungfläche. Gott. Gel-Lipad. Oh Gott. Gehweg. Ach, dann kann ich noch Gehwege bauen. Na. Ja. Gut, also wenn wir hier sehen, wie viel Material das alles braucht, dann denke ich schon, dass wir da irgendwelche Maschinen bauen müssen, die das da irgendwie machen. So, jetzt kicken wir uns das mal ganz hier einfach mal an. So. No connected. Connected mit was? Verbrauch, Produktion, Kapazität. Schlüssel, ich kann es an- und ausmachen. So, was ist, wenn wir jetzt hier so einen Strompfeiler hier hinstellen? Ist ja für hier zuständig dann, oder was? Noch Draht, 3 wäre nötig und noch ein Beton. Also 3 Draht, 1 Beton. So, kicken wir mal, was wir da zaubern können. 1 Draht, nicht genug Material, was? Alles nehmen, ich hab mir mal hier Taschen voll. Hier wieder dieses komische Bio-Zeug, alles weg. Zack, zack, zack. Dann da und da. So, jetzt kicken wir einfach mal, ob es einfach gereicht hat. Achso, hier. Auf 1. So, ist auf jeden Fall grün. Jetzt zeigt er mir aber nicht an, welche die Reichweite von dem Ding. So, was ist hier? Bauen, linke Maustaste, rechte Maustaste, MB, Zurückbaumenü. Ja, genau, so, okay. Scrollen, up und down. Up, ist das Bild up und down? Nee, rein und raus. Nee, passiert nichts. Scrollen, Hologramm drehen, ach so, okay. Linien anschließen an, Linie anschließen. Ah, okay, das muss ich zwischendurch bauen und dann an Strom da irgendwie anschließen. Ich denke, das muss ja alles irgendwie da in den Schredder. Also würde ich sagen, wir bauen das Ding ja einfach hier so, guten eindrucksmäßig, so auf ruhig, schön, auf entspannt hier so hin. Sieht gut aus, toll. So. Eine Werkbank, haben wir da schon. Was ist das? Ausrüstungswerkstatt. Ist das nicht hier eine Ausrüstung? Ne, ist keine Ausrüstungswerkstatt. Oh, hier. Mine. Das ist doch hier dieses Minenteil, was die Materialien bestimmt abfarmt. Unendlich Stück. Und dann hier hinten raus befördert. Ja, quatsch mir mal nicht voll. Aber dazu brauche ich bestimmt noch irgendwas. Habt ihr gesehen, hier diese Minenteil und dann ist da irgendwie was hier mit 1. Noch mobiler Mini-Tubulator. Quatsch da, so. Ah, ist hier ein Baumenü. Ah, kick mal in der Schau. Das ist Strom, Stromleitung. Bio, Wände. Ja, wo baue ich denn diese Mini-Strom, die links rumswartet?
War das nicht hier drin? Nee. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Oh Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Hier, dieses Ding. Ressourcenlager. Ist auf jeden Fall freigeschaltet und 10 Stück braucht das Ding. So, wenn das hier das Baumenü war, was war das da? Wenn ich immer darauf klicke und dann Baumenü, rechte Maustaste. Aufgabenliste, Ausrat, schnell binden. Weltraumlift. Kriegen wir mal hier. Lagercontainer. Geht da rein und da raus. Um Gottes Willen. Ich baue bestimmt totalen Stuss zusammen hier. Scrollen. Genau, können wir drehen. Mal, der Pfeil zeigt raus, der rin. Was ist, wenn wir das Ding einfach hier neben anzimmern, aber ein bisschen Luft lassen. Oh Gott. So, zack. Ein bisschen Luft lassen. Luft lassen ist immer gut. Scrollen wir das Ding. Machen wir mal so ein bisschen parallel, dass es so halbwegs gut aussieht. Zack. Boop. Könnte man einen zweiten übereinander bauen? Ja. Ach, übereinander geht auch. So, Container haben wir. E zum Konfigurieren. Alles nehmen, alle drin packen. Ah, okay. Also dann können wir uns die Box sparen und dann noch eine zweite bauen. Sondern können alle Tiere hier ballert werden. Okay. Oder sammelt sich automatisch dann da drin. So, was ist das hier? Stromleitung. Ja, Mike, hier so in auf den hier, so zack, und dann kommt das nächste Ding. Aber wie weit ist denn die Reichweite? Gucken wir mal. 3, 2, 1. Ach, hör auf. So, erstmal, was braucht man dafür? Das Stromding war, du wie diese Metall-Eisendinger. Gucken wir mal, den nennen wir jetzt einfach Horst. Ja, Eisendinger, 7 Stück können wir noch fertigen. Machen wir einfach mal. Nee, war falsch. Das ist einfach nur ein Strommast. Wir wollten ja hier. Nee. Ah, hier. Wird nicht so funktionieren, denke ich nicht. So, Förderband, was ist das da? Hier, Fördermast. Okay, das sind Wände. Das ist Foundation, Foundation, Rampe, Rampe. Okay. Logistik, Fördermast, Förderband, Energie. Hier, das sieht doch auch ganz gut aus. Das müssen wir, glaube ich, hochbauen. 7, 10 und da brauchen wir also von allem da noch ein bisschen. Verbrennt verschiedene Formen von Biomasse, um Strom für Stromnetz zu erzeugen. Alles klar, also ja, hier auch rot blinkt. Strom. So, jetzt kriegen wir noch mal, was hier weiter passiert. Also ich glaube, die Blätter ist dann nachher irgendwie Energiestoff. So, ist abgeschlossen. Bitte wählen Sie neue, um Probe zu machen. Abgeschlossen. Sehr gut. Damn. Ja, Quatsch, nicht rum. Wie war das? Analysiere. Oder grüne Elektroschnecken kommen. Holen wir. Wir sind sozial. Wir holen hier meine Elektroschnecke. Wo ist die Schnecke? Hier ist die Schnecke. Schnecke, kommen wir drin hier. So. Will der jetzt 10 Stück davon haben? Eingang? 10? Blütenblätter. Ach, der will jetzt 10. Hä? Oh, alles gut. Hier, kriegst du deine Blütenblätter. Waren das jetzt die richtigen? Nee, waren es nicht. Oh Gott. Hier.
10 Stück. Zack. Bob, Feuer frei. Wieder 4 Minuten. So, wir waren stehen geblieben. Wir brauchen ja diese Bio-Dingsbumster. Baumenü. Wie komme ich jetzt hier eigentlich von hier ins Baumenü? Ich kann bloß hier unten. Und dann war der rechte Maustaste. Bio-Dingsbums. So, Metallplatten und dit und dit. Also eigentlich nur Eisen. War das jetzt richtig? Ja. So, kriegen wir hier nicht noch irgendwas zusammengeschustert? Hier mal, wir haben doch hier noch Eisenbarren. Die wir hier schnell mal zaubern. Oh, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aus dem Haus, wie viel brauche ich? Ich bin echt durch, wa? So, von jedem drei. Ach, kick mal Kupfer da hinten ohne. Von jedem drei. Also hier von drei. Eins, zwei, drei. War schon wieder zu viel. Eins, zwei, drei. Oh, Draht kommen wir auch noch. Eins, zwei, drei. Oh, nur zwei hier. So, den können wir auf jeden Fall hinbasteln. Aber sieht das nicht genauso aus wie das Ding, was da steht? Das ist halt dasselbe hier. No Connection. Kann man nicht von hier sagen, irgendwie? Kicke. Und. Oh. Oh, no power, no full. Ah, hier, kick mal, jetzt sieht das. No Power, Watt Kapazität, MW. Können wir mal anmachen? Ne, können wir nicht. So. Nee, Schnecken will ich da jetzt nicht reinwerfen. Hier Blätter haben wir ja noch. Komm, wir basteln, wir packen einfach mal ein paar. No Power. Hier steht auch nicht, was der so möchte, oder bin ich blind? Ich habe auch schon wieder, wie gesagt, völlig das Tutorial übergenuckelt und habe da keine Ahnung. So. Auf jeden Fall connected. So, alles nehmen, alles lagern. Nee, alles schau. Ich bin gleich wieder da. Mal gucken, was mit dem Zwerg ist. So, keine Power, keine Power, keine Power, keine Power. Kabel. Also da ist irgendwas zum Rinpacken. Oha. 20. Ah, krieg mal in der Schau. Jetzt sieht das Ding auf jeden Fall an. Also diese Bio-Pastenzeug. Wähle eine neue Produktionsprobe aus. So. R&D wishes me to tell you these grüne Schnecke. Eine grüne Schnecke wieder. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance.
The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Krieg mal einer. Aber kann ich jetzt hier mein Zeug hochwerfen oder was? Kann ich jetzt sagen. Welche muss ich teilen, spalten, nur ziehen? Ja, ich sage hier zack. Bleib stehen, okay. So, Strom hat er auf jeden Fall schon mal. Wo alles lagern, lagern ist auch immer schön. Ciao. Ich hab hier schon wieder irgendwas in der Hand. Ich will das nicht in der Hand haben. Oh oh. Ah, kiek mal. Das Nüsschen scheint hier. Ah, ich darf nicht alles verballern, weil ich will das ja noch erforschen. So, alles nehmen. So. Ja, noch 3 Minuten. Zwei von vier. Ah, okay. Guck mal, deshalb habe ich das Gerät jetzt nicht mehr da an. Und kann ich jetzt. Nee, da kann ich das nicht hinpacken. Ein Panzer? Nee, auch nicht. Ah, jetzt zeig mein. Wieder. So. Genau, Alien-Panzer, die Nüsse und den Erz. Dann haben wir alle Proben durch. So, aber was. Wie sollen wir jetzt hier weitermachen? So. Gucken wir mal. Das ist dieser Brenner, der hier hinter mir steht. Die zwei. Genau. Das sind Förderbänder, Foundation, Wände. Ist so ein Lager, das haben wir gebaut. Weltraumlift. Na hab. Das Herz deiner Fabrik. Hier stehst du. Das ist doch das Ding, was ich hier gebaut habe. Ja klar. Hier stehst du, Fische, Meilenstein ab, um grundsätzliche Baupläne für Gebäude, Fahrzeugteile, Ausrüstung und so weiter und so fort zu fertigen. Ah, das ist dieses Raumschiffteil. Ja. Oh, die geht von der Größe. So, Werkbank. Werkbank ist doch das Ding hier, oder? Nennt man doch, ja, ist eine Werkbank. So, Werkbank, was ist das? Wird die manuelle Fertigung von Ausrüstung verwendet? Das haben wir noch nicht, was brauchen wir dafür? 6. Und Metallplatten 6. Gut, haben wir jetzt nicht auf Tasche. So. Meine Fresse Güte. Das ist bald mal fertig hier. 100%. Zack. Erledigt.
The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that Heb functions mal. With current fix-it technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Nüsschen. Sind hier die Dinger wieder entstanden? Ah, hier sind übrigens die beiden Viecher nicht mehr. Die uns hier ärgert haben vorhin. Ach, da drüben laufen sie. Wer sehen? Ach, ja. Da ist er. Wir müssen mal kicken, dass wir hier irgendwie diesen Eisenbohrer oder wie auch immer das Ding heißt, hier hinsetzen können. Okay, mal oben ist wieder ein Schneckchen. Ich glaube, das ist das, was wir als nächstes mal vorhaben. Da sammeln wir mal die Materialien, die wir dazu brauchen, und dann bauen wir uns mal so ein Thermalbohrer. Ist das da drüben auch eine Schnecke? Oh, was brauchen wir denn dafür? Ja, MK1. So. Mobiler Mini-Dingsbums benötigt noch. Eisenstange benötigt noch. Genau, und dieses mobile Mini-Dingsbums da, das habe ich noch nicht gefunden. So. Wie heißt das? Das ist die Stromleitung. Die Platte. Schmelzerei. Constructure. Konstruktor. Ist der Brennofen. Ich denke, ich habe schon so viele Baupläne. Hier, wo baue ich denn den hier? Kann auf einem Ressourcenknoten errichtet werden, um die Ressourcen automatisch extrahieren. Begrenzte Lagerraum. Ja. Ja, und den will ich haben. Den brauche ich. Wo krieg den her? Wenn ich das Ding jetzt hier so mache, zack, boop, ja. Aha. So, das Land braucht Eisen. Gib mir mal her. Habe ich das richtig ausgewählt? Ich glaube. Ja, hab ich. Wir müssen gleich mal kicken, wo das genau geht. Was ist ein Kuh? Ach, Kuh ist ein Baumini. Ah, okay. So, wir holen uns jetzt einfach erstmal 100. Und dann ballern wir hier schnell mal ein paar Dinger hin. Schnell. So, wie heißt das Ding nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier. Oh Gott, nein, 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 nein. Mobiler, was? Miniakator. Miniakator Mobil. Mit. Nein, wir wollen heute aber nicht mehr so lange machen.
Wir waren einfach mal so bei 3 Stunden auf. Ich glaube, das reicht ja noch erstmal. Und dann kriegen wir morgen nochmal entspannt. Und dann ist eh Freitag. Auf jeden Fall wird es ja noch interessante Nummer, das Ganze. Aber ja, man hätte wohl Tutorial Stück für Stück genau so wie der Hersteller oder die Macher das wollen, machen sollen. So, Endsporn ist zu sehen, noch 20, weniger als 20. Noch 3, noch 2, noch 1 und da war die 100 und 1, so reicht. Ich finde das Ding Hammer, wa? Wahl der Lüfte oder sowas. Hat er auch so kleine Sporen, die da mit ihm rumfliegen. Siehst du, der Stein hatte vorhin? War das der Stein, der den Fehler hatte? Ja, hier auch. Guck mal hier. Wieso hat denn der hier raucht? Das waren nicht, kann ich Blätter. Oh, Kike, hier Blätter kann ich auch. Und aus. Gut, also Energie haben wir schon mal. So, jetzt müsste der hier auch wieder frei sein. Ja. So, Alien Panzer. What the fuck? Hey, guck mal, so. Zack, und davon 25 Stück. Haben wir die alle weggepackt? Oh Gott. Bin durch heute. Also, was wollten wir jetzt? Wir wollten dieses Kupfer. Das ist dieses gelbe komische Zeug gewesen. Nicht Kupfer, sondern das hier. Was ist das? Katerium. Ein Erz halt. So. Wo oh, hier? Doppelklick geht ohne. Zack. Nein, hier. Mann. Und jetzt aneinander analysieren. Ach, guck mal, Alien Panzer, der sieht ganz anders aus. Haben wir so einen Panzer hier noch? Ein Braucher davon. Ja, hier, 5. Sehr gut. Können wir den dann nachhinballern? Wie lange braucht er jetzt? 14 Minuten. Kommt auf jeden Fall hin, kriegen wir hin. Mal gucken, wie lange der andere da braucht dann noch. Ja, guck mal, hier habt ihr das animiert. Meine Hübschen. Hier animiert und hier auch schön animiert. Aber warum hier nicht? Sieht aus, als ob hier nichts passiert. Trocken. Wäre auf jeden Fall cool, wenn man das noch machen könnte. Das hier ist auf jeden Fall cool. Das animierte hier mit diesen Laserstrahlen. Hier fehlt Toilettenpapier. Da in der Ecke fehlt Toilettenpapier. Und dann hat die nicht mal ein Waschbecken. Das ist voll unhygienisch. Aber ich habe ja auch Handschuhe an. Aber für einen Spiegel kann man sich nicht sehen. Ne, das ist hier cool gemacht mit den Strahlen, mit den Röntgenstrahlen, die das Scanner strahlen.
So, wir wollten rauskriegen, wo wir das Ding bauen können. Diese komische. Oh, Entschuldige bitte, Entschuldige. Rotor, okay. Kettensäge, schön, ciao, ciao, Kakao, schöne Ding. Eine Farbpistole, das ist so was Schönes. So, hier bei Null. Hier, dieses Ding. 10 Stück. Wo kann auf einem Ressourcenknoten errichtet werden? Um die Ressourcen automatisch zu extrahieren. Serbrenzler, Lagerraum. Ja, meine Hübschen. Wo borgt das? Bereits freigeschaltet. Aktive Materialien. Hat das was hier oben mit zu tun? Mit diesem Symbol? Schraubenschlüssel und Dings. Hier ist es nämlich nicht mit drinne. Aufgaben, meine Maus Schaltfläche. Oder muss ich hier irgendwo anders noch was bauen? Oder kann man das Ding hier bauen? Leg hier mal Power Ansage. Hier waren die Schalter. Zack. Kapazität. Noch mal aus. Warte, wir machen noch mal Stromkabel. Stromkabel. Um Gottes Willen, wie war denn das da? Reicht nee, einfach nur ein Kabel. Ein Kabel, nicht in den Materialien. Brauchen wir hier Draht. Und Draht, da brauchen wir Kupferbahn. Komm, wir ballern einfach noch ein paar Barren. Machen uns ein bisschen Draht. Und besorgen uns dann eben halt hier noch mal ein bisschen Kabel. So. Muss ich die Dinger jetzt hier auch noch miteinander verbinden? So, E. Du musst eine Verbindung anschließen. So, da Contact und der hier nicht. Oh, hier ist noch eine Leiter irgendwie? Nee, oder? Doch, ja, Leiter. Okay, der braucht da keinen. Gut. Mann, wo kriegt diese Scheißding hier? So, was haben wir hier? F. Ach hier, der sagt mir, was ich dann alles da rauskriege, wenn ich's demontieren will. V. Ich nehme mal hier F wieder weg. So, V. Licht entweder an oder aus. So, C ist hier diese Scan. Genau. X. So, Tutorials. So, Hub 1, Stromversorgung, Produktionsgebäude. Produktionsgebäude. Was ist ein Produktionsgebäude? Warte mal, hier Q. Produktion, Produktionsgebäude. Wird das hier sein? Irgendwie so. Ausrüstungswerkstatt. Komm, wir bauen mal eine Werkstatt. Werkstatt. Ja, eine Werkstatt. Ich würde lachen, wenn wir die hier schon irgendwo zu stehen haben. So, die können wir natürlich dort. Bauen wir die nicht an, die bauen wir einfach mal hier auf die Seite. Q, was? Ausrüstungswerkstatt. Hat die jetzt auch wieder so ein Pfeil links und rechts? Nee. So. Aber die braucht bestimmt Strom. Mann. Ausrüstungswerkstatt. So, zack, zack, zack. Achso, 6 davon, 6 davon.
So, wir könnten ja mal kicken, aber ich glaube, Zeit ist noch nicht ganz um. Was sagt die Zeit? Nur 7 Minuten. 7 Minuten haben wir 47. Ja, wir machen 3 Stunden und dann machen wir heute hier einen Cut. Ja, wie weit wir sind. Und dann mal kicken, ob wir morgen wieder zusammenkriegen, wo wir waren. Tudum. So. Produktionshaus wollten wir bauen. Oder wie auch immer das heißt. Wie heißt das da? Werkstatt. Ausrüstungswerkstatt. Das ist nur eine Werkbank. Ein Hub-Terminal. Lagercontainer. Das scheint auch irgendwas anderes zu sein. Und das ist ein Bio-Brenn-Dingsbumster. Genau, dann stellen wir hier einfach dieses Gerät hin. So, was brauchen wir jetzt dafür? Ach Quatsch, ich könnte ja hier mal kicken. So, genau, 6 davon, 6 davon. So, die machen wir jetzt hier mal schnell. Eisenplatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. Und Eisenstangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir auch. So. Simsalabim. Wo ist das denn? Genau, es sieht auf jeden Fall schön aus. Aber was mich stört, ist immer, dass jetzt alles, wenn ich direkt hier hochgucke, dass alles weiß eingerahmt ist. Ach, die Dinger schießen raus, aufpassen hier, Vorsicht und so, Gefahr. Aha, ein Amboss. Quatsch, nee, hier, wie heißt das Ding? Ich hab's vergessen. Müllcontainer. Das allgemeine Recycling-Zeichen. Was ist das hier? Eine Bandsäge oder was? Mr. President 2020. Okay. Hier ist euch kein anderer Name eingefallen oder was? Was macht der? Das ist eine Rolle? Nee, keine Finger dazwischen. Aber was ist das für eine Maschine? Das sieht aus wie ein Schweißgerät hier, so ein Punktschweiß, Elektroschweißgerät. Aber was ist das hier? Könnte auch ein Bohrer sein hier mit dem Hebel, aber das glaube ich eher nicht. Das ist cool hier mit der Lampe. Was ist das? Ein Brenner, ein Bunsenbrenner oder so was? Kleine Schächtelchen. Warte, mein Auge juckt. So, und hier zum Draufschießen. So, Ausrüstungswerkstatt. Guckt mal in der Show, Leute, was wir hier gefunden haben. Ach, da kann ich so ein Ersatzding bauen. Ein Objektscanner. Ah. Signalisierer. Ah. So, ihr wisst, was das heißt. Meine Sachen. Alle hier rein. Genau, weil wir haben hier von überall zu wenig. Alles lagern. Ne, alles lagern. So, jetzt brauchen wir dann das. Das nehmen wir mit. Was war das? Holz? Ne. Kalkstein. Was ist das denn? Kohle. Ah, Kohle, genau. So. Können wir hier schon mal ein bisschen was drin werfen. Genau, das und das haben wir. Jetzt fehlt uns hier aber Eisenplatte, also Eisen. Wir müssen. Aber wir haben noch blankes Eisen gerade geholt. Genau, hier 100 Stück. Also machen wir einfach mal ein paar Eisenplatten. Leute, ich bin ein bisschen durcheinander. Nimmt mir übel. So, Kupfer brauchen wir auf jeden Fall. Und Eisenplatten. Für diesen mini-mobilen Dingsbums. Wir bauen einfach mal 3, 4 Stück Eisenplattenanweiser. Dann verteilen wir die auf Kupferzwehe und auf Eisenzwehe. Ne? Genau. Sehe genauso. So, Eisenplatte. So. Zack. Zack.
So, was fehlt? Diese Kupfer. Genau, so. So, meine Hübschen. Dann gehen wir mal gucken, wo Kupfer ist. Wer bist du? 2 Minuten. Ja, kommen wir gleich wieder. Kupfer. Wo hat's Ping gemacht? Da 400. Hat man die noch woanders Kupfer? Da 500 und 400. Und da 200. Nimm mal das hier, was 500 weg ist. Aber nee, wir können ruhig die Dichte nehmen hier. Komm hier, das hier. War da gleich unten drin. Oh, hier Holz. Holz ist bestimmt auch ein Brennstoff, der dann auch gut abgeht. Ich glaube, wir müssen nachher überall Förderbänder machen, bis hierher, was das Material nach oben fördert. Ich denke schon. So, was hat man gesagt? Hier diese Ding mal aufstellen. Erhalt am folgenden aufzuheben. Kupfer, Erz. Hey, mach mal hier keine komischen Sachen. Ach, kick ja mal. Hier? Ja? So, wie groß ist denn das Lager? 1 pro Sekunde. Und das kann ich. Okay, da zieht er drüber und hier. Ach, der aufheben. Ja, seht ihr, hab ich doch auch gleich gesagt. Ich hätte einfach mal warten sollen. So, bauen wir einfach mal überall 2 hin. Lassen wir mal sammeln. Also da hin und hier oben bei Eisen hin. Das sind ja die beiden Sachen, die man braucht. Ne? Haben wir ja schon fast zerstört. 3, 2, 1. Wo ist mein Kleiner? Na komm, Knorre. Ich hab mein. Wieso hab ich den aus der Hand gepackt? Mein Zzt hab ich bei. Aber stimmt, hab ich den aus der Hand gepackt? Ja, genau wegen dem. Da. Also wir haben gelernt, hier Blumen und das alles ist irgendwie Brennstoff. Das ist Brennstoff. Geht auf jeden Fall ein bisschen schneller als vorher. So, dann müssen wir mal einfach mal kurz warten. Ne, brauchen wir ja nicht warten. Warte mal, wir können doch mal gucken. Das ist ja das, was wir haben wollen. Und zwar nicht Logistik. Und dann Menschenproduktion. Wo bin ich denn hier? MK Dingsbums 1. Aus dem Ressourcenknoten, auf dem aufgebaut werden ist. 60 Ressourcen pro Minute. Dann hat sich je nach Reinheit des Ressourcenknoten werden über verbundene Fördermänner abtransportiert. Seht ihr. Also das muss ich hier ein Förderband hinbauen. Guck mal hier. Hat er gleich. Kann ich den noch drehen? Tatsache, kann ich noch drehen. Und hier kommen die Förderbänder raus. Aha. Hey, wake up. Oh Gott, es stupst sie an. Was? Support. Was ist denn da los? Ich muss mal kurz nach oben. Bis gleich. Hey, warte, ich muss hier ganz kurz.
So, mich hört er jetzt auch wieder. 3, 2, 1, da Desktop Sound. So, so, ja, ja. So, mich hört er wieder. So. Was brauche ich so ein Teil? Ah, gut. Guck, wir machen da wieder mal einen 100er reingeballert. Heben das auf, aber wir könnten schnell mal kurz nach Hause sehen. Und da die nächste Ressource erkunden lassen. Guck mal, der kommt auch nach Hause zu mir. Sag ich, er wird mein Haustier. Der kriegt irgendwann eine Kette um und dann werde ich ihn anbinden und sagen, hier, du bist jetzt... Wieso raucht denn das jetzt schon wieder? Oder beide rauchen. Die halt gerne annehmen. Die sind auch auf aus. Ja, ja aus. No power. Wow, wow, wow. So, jetzt haben wir, zack. Gut, haben wir, ist abgeschlossen. Wähle eine neue Probe aus der Liste. Turbodraht, ey, jetzt. So, das hatten wir ja hier. Zack. Wie krieg ich denn jetzt Turbodraht? Turbodraht. Geht da der Strom schneller durch, weil die Ape ist, oder was? Ja, Turbodraht. Ihr seid ja drauf. Bleib hier. Ich weiß nicht, soll ich den mal auch sitten? Ich finde den eigentlich total nett. Kuckuck. So, gucken wir mal, wie viel Metall mittlerweile schon angekommen ist. Zzt. Ah, hier, yeah, nehmen wir den mit. Also, du verhungerst da oben, sag ich dir, mein Freund. Du verhungerst. Aber jetzt können wir mal kurz warten, ob der nur 100 sammelt. Das wäre jetzt ja auch mal interessant. Ja, seht ihr? Nur 100 Stück sammelt er. Nicht schlecht. War da meine Vermutung ganz richtig? Oder stand das irgendwo? So, das andere war da hier, hier, hier. Genau, hier jetzt runter. Und er müsste jetzt auch gleich voll sein, oder müsste schon voll sein? Na, dann nur die Hälfte. So, lassen wir mal die Beeren ballern. Und gucken mal, was brauchen wir hier. Mean Taker. So, Kalk. Kalk und die Stangen. Kalk und die Stangen. Wie viel von den Stangen? 5, also können wir 2 Stück schon mal bauen und Kalk brauchen wir noch ein bisschen, also ein paar Sandsäcke da. Hier Beton. Beton war das richtige Wort. Wo haben wir hier nicht noch ein bisschen Beton auf Tasche? Ne, haben wir nur da, aber hier haben wir hier Kalk. Wollen wir hier eine Ladung Beton ballern? Biomasse aus Holz, Biomasse aus Blättern. Das hält dann bestimmt länger. Was jetzt Beton ist aller oder was? Aber, achso. Okay. So, und hier Rohre. Ein paar Rohre. Ein paar Eisenbahnen. Der Mensch, dann geht der jetzt gleich extrem steil. Noch 5 Minuten haben wir. Ach komm, die Bienendinger setzen wir da jetzt dann noch, ne? Was soll der Zirkus? Dann brauchen wir bloß Förderbänder, die bis dahin kommen. Strom irgendwie. Boah, was leuchtet denn jetzt blau? Wieder Mond oder irgendwas? Ach ja, der Mond. Oder die blaue Sonne. Ich kann halt nicht sagen, ob wir jetzt auch noch eine blaue Sonne haben. So, was machen wir hier von einfach auch nochmal so auf 20? So, wunderbar. Jetzt gucken wir nochmal. Haben auf jeden Fall noch. So.
Aber weil ich ja nun mal so windig bin, möchte ich eigentlich hiervon. Eigentlich auch zwei Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer haben wir da auch hier. Komm. Kupferwaren. Ballert durch. Bauen wir davon auch noch zwei? Dann kommen wahrscheinlich vier und dann bauen wir da zwei und dann haben wir erstmal. Ja, und jetzt ziehen wir noch durch. Scheiß halt auf die 4 Minuten, die wir noch haben. Das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Ne? Da lassen wir uns nicht lumpen. So. Draht brauchen wir genau. So, dann hier. Kupfer, Kupfer, Draht. Zack. Jetzt schon wieder nicht aufgepasst, wie viel wir davon brauchen. Aber da haben wir. Ich mir hier, das sieht so ein Süd aus. So. 6 Stück? 6. Eins. Achso, ne, warum ist denn 1? 2, so. Jetzt hier, der hier war angesagt. 5. So, brauchen wir also noch ein paar von den Dingen. Machen wir einfach mal 20. Das auf 50 kommen. 50 Eisendinger ballern war da. Genau, hier zack, wir machen mal 60. Genau so. Was war das andere? Hier Kalk. Kalk, Kalk, Kalk brauchen wir noch. Hatten wir hier noch eine Ladung? Hier, guck mal, sieht doch ganz gut aus. Beton. Hier 33 Stück, ja, die ballern wir noch hinterher. So, was sagt hier? Scanner 1 Minute. Turbodraht, wo kriegen wir Turbodraht her? What the fuck? Komm wieder zu mir. Vor allem die Berge, ob man bis dahin laufen kann, das wäre natürlich auch interessant. Oder ob das hier wie so eine glatte Fläche ist und das andere einfach nur ein Film ist, dass das dann irgendwann aufhört mit dem bis dahin laufen. Das wäre auch noch so interessant. Und wir können ja eh laufen, wie wir wollen. Immer geradeaus, können wir nachher oder nächste Mal mal einen Test machen, wie weit wir laufen können. Auf jeden Fall finde ich es schön, dass man die Sachen hier auch aufheben kann. Ja, zack, aufgehoben hat er. Jetzt hat er gesagt hier, MK sowieso gebaut. Kicke mal Zauber in der Schau. Jetzt muss ich Strom bis dahin legen. Ah, ja. Ah, jetzt ja. Strom. Na, ist klar, wa? Sonst ohne Strom nichts los, ne? Geht ja nicht. Ah, gucken, ob die in Brenner da ausreichen und ob ich Stromleitung bis dahin legen kann. So, zählen wir den auch auf. Oh, stehen auf jeden Fall. Genau, no power. Genau. 30 pro Minute ballert der. So, und dann kommt es hier raus. Oh, und dann, wenn ich sage, hier. Aber jetzt ist die Frage, kann man die beiden Dinger? Fördermast. Was ist denn ein Fördermast? Da ist der Fördermast. Oh nein, ich will den doch nicht bauen. So, kann Verbindung von Förderbändern, kann als Verbindung von Förderbändern verwendet werden. Die Höhe des Masts anpassbar. Modelliert über längere Strecken führen. Ja. Ne, hier. 4, 4. Ach so, für die Dinger.
Aber kann ich nicht die mit denen hier irgendwie zusammen? Das ist die Frage, ob das dann so klappt. Ja, wir kicken mal. Oh, es wird rot. Oh, jetzt haben wir glaube ich kein Metall mehr. Genau. Jetzt haben wir auch wieder einen Fehler gemacht. Eigentlich hätten wir da noch zwei von diesen kleinen Dingern, wo immer nur 100 gespeichert werden, von den Bohrern. Einfach mal hin platzieren können. Jetzt müssen wir glaube ich alles mit der Picke machen. Na, wir gucken mal. Oh, wie weit ist er? Kuckuck, ist fertig. Wo hat er jetzt noch was? Alles Alien-Panzer, will er jetzt 10 Stück. Wir haben leider nur 4. Aber wir wissen noch nicht, aus welchem Tier das kommt. Haben wir hier noch welche drin? Ne, hier sind andere drin. So, Förderbänder sehen auf jeden Fall gut aus. Und Förderbänder basteln wir aus Metall. So, genau. Wenn wir mal ein bisschen faul sind, brauchen wir hier nochmal einen. Und was brauchen wir? Metallplatten. Aber wir haben hier noch ein bisschen. Weil wir sind doch ein bisschen clever. Ne? Das waren die alle gleich mal verballern. So, genau, hier 4 Stück. Machen wir einfach 2. 1, 2. So. Die stellen wir da jetzt einfach noch mit auf, dass sie einfach mitballern. Und dann versuchen wir mal alles so ein bisschen zu verbinden und einfach mal zu dem Lager. Aber da würde ich sagen, da machen wir dann hier gleich erst Feierabend. Nö. Na hier, 1, 2, stellen wir schnell die Dinger hier auf. So, aber ich werde nicht so wie der Nono da einfach in der wilden Walachei rum bimmeln. Ich werde schön nach Hause gehen. Hat der jetzt hier, ja, das ist ja auch nur so ein Ding, was ich kicken wollte. Hat mich interessiert. Hat er jetzt zwischendurch diese Abstände trotzdem hier die Fördermäster dazwischen gesetzt? Ne, kick mal. Das ist eh ein durchgängiges Ding. Ja, nicht, dass das hier wie immer abbricht. Genau, hier. Seht ihr das? Das wird, glaube ich, ein Problem. Ist nur hier irgendwie an der Seite vorbei. Warte mal, wir können es ja mal probieren hier mit F. Ich steck drin, oh Gott sei Dank. So. Ah, also quasi, das heißt dann. Na, mal kicken. Vielleicht hätte ich ja nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dich nehme ich auch als Haustier. So, ab nach Hause und dann ab in die Bubu. In der Runde schnubbeln. Ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Video frisch und munter wieder. Ab nach Hause, ab ins Bett werfen, zack.
Bub liegt drinne. Wir speichern, ne? Autosave hier 2. Alle Dude speichern. Macht das toll. Total toll. Versteht ihr? Ich will immer Escape drücken, aber das sieht er nicht. Ich muss hier auf Fortsetzen drücken. Kick mal, hier war auch fertig. Ach, und seht ihr, was passiert ist? Ah ne, hier, wenn ich ruf drücke, sind sogar noch welche drinne. Ah, ich dachte schon, ist alles weg. Leitfähigkeit und Version hängt sich. Ja, für kleine, hochmoderne Elektronik. Ah, wenn ich wahrscheinlich irgendwas zum Umwandeln habe, dann kann ich dieses Cadmium dann umwandeln. Gut, Leute, naja, wie ihr sagt, gute Nacht, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Pit.